Du Opa? Mhm. Was machst du da eigentlich? Oh, so ein kleiner Holzkopf. Ne? Ach so. Opa? Mhm. Ist das schwer, sowas zu schnitzen? Ach, wenn man das kann, dann ist das ja ganz einfach. So. Ja, aber bis man das kann. Opa? Mhm. Was machst du denn mit dem Holzkopf, wenn er fertig ist? Tja, das muss ich mir ja denn wohl mal überlegen, ne? Ja, aber warum machst du ihn denn überhaupt? Ach, aus Spaß. Irgendwas muss der Mensch doch tun, wo er seinen Spaß an hat, ne? Tja, und ich hab nun mal meinen Spaß an Holzköpfen. Na, bist du mit deinen Schularbeiten fertig? Ja. Dann lass mal sehen. Brauchst du gar nicht, Opa. Vergleichen wir morgen früh noch mal vor der Schule. Und wenn was falsch ist, schreibe ich das schnell noch mal ab. Ach nee. Meinst du denn, dass du damit was lernst? Weiß ich nicht. Ist aber dennoch richtig und ich krieg keine 5. Aha. 6 und 8 sind? 15. 14. Sag ich ja. Und 14 dazu? Das sind... Ne, das sind? Oh, Opa, das weißt du doch. Ja, 26? Ja, stimmt. Nee, falsch. 28. Ach ja, richtig, ja. 28. Immer aufpassen, mein Junge. Sonst schmieren sie dich an, du. Das ist im Leben auch so. Was ist denn das hier? Das, auch das sollten wir zeichnen. Ein Sommertag. Sommertag? Tja, du hast ein Auto gemalt. Autos kann ich am besten. Ja, was hat denn das Auto mit dem Sommertag zu tun? Na, Autos fahren doch auch im Sommer. Und da oben, das ist die Sonne. Das ist doch genug. Ach nee. Und mehr weißt du über den Sommertag nicht zu malen? Was soll ich denn sonst malen? Na, den Sommer, Jung. Den Sommer mit seiner ganzen Herrlichkeit, mit seinem Vogelsang und seinem Sonnenschein. Da muss man den lieben Gott lachen hören können, dass es durch die ganze Welt klingt, mit seinem Segen, den er über die Felder und Wiesen ausschütten tut. Das kann man doch gar nicht alles auf ein Blatt malen. Doch, Peter, das kann man. Da brauchst du bloß ein ganz kleines Stück Papier. Hier, so ist das. Gib mir mal ein Plastik. So, nun pass mal auf. Oh. Was wird das denn? Ja, das wirst du mal sehen, du. Eine Blume. Ja, eine Blume. Bloß eine Blume. Ja, aber eine Kornblume. So blau als der Himmel. Und die steht dann im gelben Kornfeld. Und hier über, guck mal, da fliegt ein kleiner Vogel, der singt. Und hier auf den Einblatt, da sitzt ein kleiner Käfer. Ein Sonnenkind. Ja, ein Sonnenkind. Der hat da geschlafen. Und nun wartet er, bis die Sonne in die Flügel trocknet. Oh, wie du das kannst, Opa, das könnte ich nie. Ach, das kann man lernen, kann man alles lernen, Peter. Aber bloß, wenn man die Augen offen hält, nicht? Und sich alles ganz genau aus der Nächte begucken tut, nicht? Die Blumen und die Vogels und die Menschen. Ja, du die auch, dann ist das nachher alles ganz einfach. Aber mein Auto ist doch auch ganz schön. Na ja, das geht. Ein Karrejack mit Fußgängerschaltung und Radio. Das hier, das ist die Antenne. Ach nee. Aber davon verstehst du ja doch nicht. Nee, davon verstehst du. Oh Gott, was ist das auch, also ein Auto? Nicht ein bisschen Blech und dann ein bisschen Eisen und ein paar Drähte. Und dann gießt man da Benzin auf und dann läuft das und stinkt und verpest die Luft. So, und nun mal. Mit dir schleunigst ins Bett, ne? Och, Opa! Ja, lüde Jungs, hast du, die hören schon langsam ins Bett. So, du hier, das schenke ich dir. Du kannst das ja mal so versuchen, als ich nicht. Nimmst dir eine Blume und zeichnest ein Blatt, ne?
und immer nur ein Blatt. Das ist aber langweilig. So? Tja, dann will ich dir das mal anders verklagen. Pass mal auf, mein Junge. So, Peter, nur guck mal hier. Was ist das? Blusblume. Was ist das? Sagt Biene immer, Opas Läuseblume. Oh, Leute, das ist eine Geranie, ist das. Nun guck dir die Blätter mal genau an. Na, was siehst du? Hier, was siehst du? Opa! Ja, ich komm jetzt schon. Ich verklar dir das ein andermal, nicht? Jetzt ist erstmal wieder aus mit dem Frieden. Ja. Kannst du nicht hören? Hoffentlich holst du ein bisschen Holz, wir wollen blättern. Ja, das mag ich auch schon. Und du bist noch nicht zu Bett, nur Vadali, hast du verstanden? Hab ja noch Ruhe. Du, tschüss, tschüss. Das sieht hier wieder aus. Eins vollgeschnibbelt. Sag ja, wenn man nicht alles selbst macht hier. Na, also, das ist ja komisch. Biene! Sabine! Ja, Mama! Nun komm schon her, wenn ich dich rufe. Ja. Komm ja schon. Sag mal, hast du hier Geld vom Bord genommen? Was für Geld? Ach, das Milchgeld. Heute Morgen hat's hier doch noch gelegen, in der Käseglocke. Wenn das doch heute Morgen noch gelegen hat. Du schnack doch nicht so dumm. Das muss ja einer weggenommen haben. Warum legst du das denn auch dahin? Wo soll ich das denn sonst hinlegen? Erst noch das im Milchpott, da war das weg. Denn hinter dem Löffelkasten, da fehlte was. Wo ist das wieder weg? Also da muss doch einer sein, der die ganzen Krugen durchschnüffelt, um das Geld zu finden. Ich war das jedenfalls nicht. Wo ist Jan? Wo wird der schon sein? Auf dem Fußballplatz. Na, wartet, Mann. Ich werd euch schon kriegen. Vielleicht hat Peter das ja genommen. Ach, Unsinn. Oder Opa hat sich vielleicht Tabak gekauft. Ich mach mir noch einen Brustbeutel. Da ist das wenigstens sicher. Ja, vielleicht hast du das ja auch selber genommen und weißt das bloß nicht mehr. Ja, ich werd ja wohl noch wissen, was ich tue, ne? Komm, stell mal das Eisen an. Die Wäsche muss heute Abend noch zu Schröder rüber. Warum soll denn die Wäsche ausgerechnet heute Abend noch fertig werden? Wer Geld braucht, muss auch arbeiten. Ist überhaupt eine Schande, dass eure alte Mutter sich hier den ganzen Tag abquälen muss und sich die Haut von den Fingern ruffelt. So alt bist du ja noch nicht. Ich hab mir auch was anderes geträumt schon mal in alten Tage, als hier hinter der Beige zu stehen und anderen Leuten den Dreck wegzuschrubben. Wer mir das früher gesagt hätte, als ich so alt war als du. Oh, der, pass bloß auf, dass du einen ordentlichen Mann kriegst, der was in der Tasche hat. Aber dass du mich gefälligst vorher fragst, dass ich ihn mir genau angucken kann, verstehst du? Ist ja noch nicht so weit. Wollte ich dir auch nicht geraten haben. Oder hast schon einen Freund? Och, was du denkst. Ne? Mal ehrlich, Kurt Simmig läuft hier doch dauernd rum. Der kommt doch bloß um Jan, weil der sein Motorrad baut. Na, deinetwegen also nicht? Glaube ich nicht. Männer haben doch bloß einen Motor im Kopf und würden so ein Rad am liebsten noch mit ins Bett nehmen. Aber Mädchen, das sind für die bloß Fehlkonstruktionen. Du, das sag ich dir, fall bloß nicht auf schöne Augen rein. Ich werde mich hüten, überhaupt Kurt. Der ist da noch gar nichts. Was verdient denn so ein Schlosser? Ja, sollst das mal besser haben als ich. Gemütlich und warm. Naja, nicht bloß in der Stube. Nee, auch hier in der Seele, das ist die Hauptsache. Wenn da nicht frierst, dann frierst du auch nicht an die Füße. Ich pass schon auf, man keine Angst. Na, wenn man mal was hätte, dass man mal einen Anfang machen könnte in eine bessere Welt. Ich kann doch nichts dafür, dass wir kein Geld haben. Na, ich vielleicht. Hör mal, du, das donnert an. Komm, nimm mal die Wäsche von alleine. Opa! Bleibst du denn? Ja, ich komm ja. Dauert immer. Ja, da bin ich hier. Na, endlich. Leg das Holz dahin, Opa. Ja. Oh, Opa. Oh. Kannst du nicht aufpassen? Ich hab doch aufgepasst. Du hast es dahin gezeigt. Du, lass mal deinen Grien nach.
Meinst du, ich weiß nicht, dass du das mit Absicht getan hast? Nee, oh, so immer dasselbe mit dir. Pack das ordentlich hin. Ja. Opa? Ja, was ist denn? Fass mir mal den Wäschekorb mit an. Ja, ich komm gleich. Oh. Da haben Sie mir meinen schönen Holzkopf da einen eingelegt. Oh, das kannst du nicht hören. Das Kind wird sich ja noch im Bruch. Ja, ich gehe ja ab. Doch mal eben. Was denn? Was hast du da in der Tasche? Nee, da ist nichts in. Nee, ist auch nicht. Nee. Doch nicht so. Was ist das hier? Blauen Dunst. Du, das ist ein ganz neues Paket. Wo hast du das hier? Das hat Kaufmann Heinemann mir geschenkt. Ach, geschenkt. Ja. Dass ich nicht lache. Gekauft hast dir den Tabak hinter meinen Rücken von meinem Milchgeld. Das Paket behalte ich. Und wenn du noch mal heimlich raust, dann erzähle ich das dem Doktor. Nee, sag mal, du hustest wohl noch nicht genug, nicht? Nachher liegst du auf der Nase und wir können dich den ganzen Tag pflegen. Du, das könnte ja so passen. Opa, wo bleibst du denn? Ja, ich komm ja gleich. Beeilt euch gefälligst. Ja. Kaffee. Oh, von wem Kaffee? Ist aber auch ein Kreuz mit den Alten. Wo soll der Wäschekorb hin? Da vorne am Tisch. Das gehört Opa dahin mit dem Korb. Ja, ja. Habt ihr die Leine abgenommen? Ich hab Opa das gesagt, aber das hat er wieder vergessen. Ja, ich hab ja auch mal bloß zwei Hände, ne? Ja, wenn du noch mehr hättest, könntest dich ausstellen lassen, denn hätten wir Geld. Nimm die Leine ab, Opa. Ja, ja, das mache ich dann. Und sammel die Klammern zusammen. Ja, da gehe ich denn mal. Der Beutel hängt im Schuppen. Ja, dann gehe ich erst mal im Schuppen. Dass man immer alles erst sagen muss. Junge, 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 das gibt aber noch was heute. Ach so, der Zettel für Schröder. Fang doch schon an mit Plätten. Ja. Na nun. Hier liegt ja noch Jan sein Bewerbungsschreiben. Hat der Bengel gar nicht eingesteckt. Der Brief muss gleich in den Kasten. Lass Opa mal machen. Fängt ja gleich an zu regnen. Opa! Ja? Steck mal ihm den Brief in den Kasten. Ja. Ich denke, der ist schon längst weg. Tja, sowas. Was soll ich? Den Brief einstecken, Opa, dass er heute noch mitkommt. Mach aber nicht so lange, du musst Jan seine Stiefel noch flicken. Ja, eins nach dem anderen. Meine auch, sonst kann ich sonderlich nach Neustadt, wenn es regnet. Ja, das mache ich denn heute Abend noch gleich. Oh, Neustadt, der bleibt eben hier. Oh. Ach, mach nicht so ein Gesicht, ich kann auch nicht ausgehen. Oh, hier ist ja der Zettel. So, dann pack mir mal die Wäsche für Schröder zusammen. Aber ordentlich, hörst du? Mach doch mal das Fenster zu. Siehst du denn nicht, dass das regnet? Oh. Wetter ist das ja. Opa wird klitschenass. Na, er wird sich schon unterstellen. Ja, nun komm. Na ja. Los, hier, zwei Unterhemden. Ja. Ein Nachthemd. Ja. Ein Kissenbezug. Ja. Vier Taschentücher. Drei Paar Socken. Nicht da. Hab ich eben dort. Ach, hier sind sie. Ja. So. Das wäre denn ja wohl alles, nicht? Mama, was bist du denn? Ich denke, du schläfst. Kann nicht einschlafen. Och, hast Angst vorm Gewitter. Hab so einen Hunger. Boah. Hunger. Mitten in der Nacht, sag mal, du bist wohl nicht klug, was? Aber das kommt davon, wenn man dauernd badet. Wie viel Mal warst du denn heute wieder im Wasser? Gar nicht. Wie viel, habe ich dich gefragt? Viermal. Oh, los. Hab ich mir doch gedacht. Und was hab ich dir gesagt? Die anderen geben mir gar nichts an. Wir haben auch Geld und genug zu essen. Och, Mama. Ach, bist du still? Wenn wir alle viermal am Tag baden wollen, was meinst du, was ich da immer auf den Tisch kriegen müsste? Da kann doch kein Mensch gegen anverdienen. Viermal baden. Trink einen Schluck Wasser und schlaf. Wasser mache ich nicht. Ja, dann kann ich dir auch nicht helfen. Weil wir haben doch noch Brot. Das muss doch für morgen sein. Und überhaupt... So viel Essen ist gar nicht gesund, sagt Opa auch immer. Ja, mein Opa, da. Lass das heulen nach! Du kannst auch nicht mal heulen, wenn dir danach zumute ist. Viermal baden am Tag. Wir haben früher das ganze Jahr nicht gebadet. Das waren früher ja auch ganz andere Zeiten. Nicht so hygienisch. Ach Gott, hygienisch. Was verstehst du schon davon?
Aber statt auf den Jungen aufzupassen, nimmst du ihn noch in Schutz. Ich möchte bloß mal wissen, was du sagst, wenn du selbst Kinder hast. Ich hab ja noch keine. Wollte ich dir auch nicht geraten haben. Da, Peter, verschwinde du. Na, Mama, ja. Krümel mir nicht das ganze Bett voll. Ich denk, wir haben nicht genug Brot. Und dann kriegt Opa morgen eben eine Scheibe weniger. Alte Leute brauchen auch nicht mehr so viel zu essen. Opa, immer Opa. Das sehe ich gar nicht ein. So, ich lauf eben schnell zu Schröder rüber. Bring die Wäsche hin. Wenn Opa wiederkommt, soll er Jan seine Stiefel flicken. Hörst? Wasser hat er auch noch nicht geholt. Ach, ich sag ja, wenn man nicht an alles selbst denkst. Hier. Hast du gehört? Ja. Machen soll er immer alles. Und der nicht mal genug zu essen. Ach was. Ich leg ihm einfach noch eine Scheibe auf die Stuhl. Na, Gott sei Dank. War aber auch höchste Zeit. Komm, häng deine Jacke an Herd hier. Ach, ihr seid das. Was willst du, Nick? Kommst aber ziemlich spät, Jan. Ihr habt doch Training gehabt. Du, hat Mutter was gemerkt von dem Geld? Na klar. Und? Hat Opa in Verdacht. Heinemann hat ihm Tabak geschenkt. Wo ist Opa denn? Nach dem Briefkasten. Da einen Brief einstecken. Mama hat schön geschimpft, du. Och, hat alles keinen Sinn, sich auf Anzeigen zu bewerben. Und überhaupt, erstmal will ich mein Motorrad fertig haben. Och, das alte Dings, das schmeißt auch wieder dahin, wo du es hergeholt hast. Sag das nicht, Sabine. Ich hätte nicht gedacht, dass Jan das Motorrad wieder hinkriegt. Hier, werdet euch noch wundern. In ein, zwei Wochen läuft die Karre, da könnt ihr Gift abnehmen. Und dann werde ich mal bei Frigge vorbeifahren. Ich glaube, dem tut das heute schon leid, dass er dich nicht mehr hat. Die Kunden fangen immer nach dir. Tja, den kann er Jan doch wieder einstellen. Nö, zu dem gehe ich nicht wieder. Sowas kann man mit mir nicht machen. Mich erst anpöbeln und nachher sagen, er muss Leute einsparen. Dabei weiß ich doch ganz genau, dass er bloß einen Pick auf mich hat. Weil ich die neuen Motoren kenne und er nicht. Auch gib mir doch mal die neuen Zündkerzen, ja? Ich will sie gerne mal ausprobieren. Hier. Und wenn du den gebrauchen kannst, schenke ich dir. Mensch, prima. Der ist noch fast neu. Kann ich gut gebrauchen. Du, und wenn du dennoch mal nachguckst, ob du auch ein Kugellager findest. Ich denk dran. Na, ich lauf schon rüber nach dem Schuppen und mach Licht, ne? Na? Und du? Willst du nicht mit? Doch. Gleich. Ach, wie kann man bloß durch solchen Regen laufen, um so ein dusseliges Motorrad zusammenzuflicken? Ach, ich bin ja nicht bloß wegen dem Motorrad mitgekommen. So? Warum denn noch? Ach, ich dachte, du weißt das vielleicht. Keine Ahnung. Ich kann ja nicht hell sehen. Aber hauptsächlich doch wohl um das Motorrad, oder? Ja, natürlich. Zur Hauptsache wegen dem Motorrad. Das ist ja mein Beruf. Ach, ihr mit eurem Motorrad. Wenn es wenigstens noch ein Auto wäre. Alles nach der Reihe. Erst das eine, dann das andere. Eines Tages hupe ich hier vor der Tür. Warum glaubst du eigentlich nicht, dass wir das schaffen? Das dauert eben alles seine Zeit, aber wenn man was will, dann schafft man das auch. Was willst du denn? Kannst du mir das nicht mal verraten? Och, so allerhand. Das ist ja allerhand. Wenn ich erst mal meinen Meister gemacht habe. Du bist ja gerade erst Geselle geworden. Die Zeit geht auch rum. Und wenn du nur Meister bist? Denn... Ach, Sabine, wenn ich Meister bin, das habe ich mir schon genau ausgedacht. Dann heirate ich. Wenn du eine findest, die dich nimmt, verbrenne mir nicht die Finger. Och, da habe ich gar keine Bange um. Handwerker sind ja immer begehrt. Dann mache ich mir eine kleine Werkstatt auf, ein paar ganz moderne Maschinen. Das habe ich mir schon genau auskalkuliert. Kostet eine Menge Geld. Die Frau auch. Aber dafür hast du ja wohl nichts einkalkuliert, was? Alles bloß für Maschinen und so. Ach nee, das ist nichts für mich. Aber Sabine, das ist doch bloß in den ersten Jahren so. Fangen doch alle so an. Ich bin nicht für Anfänger. Ich bin mehr für Fortgeschrittene. Im Geld verdienen. Geld, ist das denn so wichtig? Hast du doch selber gesagt. Für die Maschinen, ja. Aber für das andere, ich meine, du weißt doch, Sabine. Gar nichts weiß ich. Kannst du nicht deutlicher werden? Doch, das kann ich. Dann tu das doch. Ja, ich weiß ja nicht, ob dir das recht ist. Das wirst du ja dann sehen. Aua! Ach, das meinst du? Ja. Du bist ja gar nicht bange. Sabine, ich... Ach, du, so einen Kuss habe ich mir ganz anders vorgestellt. So mit Gefühl.
Im Kino machen sie das ganz anders. Und die beißen sich auch nicht dabei. Aber Sabine, das wollte ich auch nicht, bestimmt nicht. Ich kann das auch anders. Du lass mich doch, da kommt doch noch einer. Oh, ist das ein Regen draußen. Du hättest ja noch ein bisschen warten können. Schon mal weiter bist du noch nicht. Ich bin aufgehalten worden. Guten Abend, Frau Brasse. Na, wo ist Opa denn? Der ist noch nicht wieder da. Na, das war komisch. Und Jan? Ist drüben in Schuppen. Was soll machen, dass er herkommt? Ich sag ihm Bescheid, ich muss sowieso nach Hause. Ja, aber das regnet doch. Ist ja nicht weit. Guten Abend. Guten Abend, Mann. Hat natürlich wieder nicht bezahlt, die Schröder. Nächste Woche wird sie bezahlen, aber bis dahin, ach, mich ist doch immer dasselbe. Ach, pack die Wäsche zusammen, Schluss für heute, ich mach nicht mehr. Och, Mama. Ruhig. Bei Gewitter soll man überhaupt kein Eisen anfassen. Hast du noch nie davon gehört? So, fass mal an, dass der Wäschekorb rauskommt. Oh Gott, mein Kreuz. Oh. Was soll ich denn, Mama? Ah, da bist du ja endlich. Was du sollst? Frag mal noch lange, du. Ich denke, du hast deine Bewerbung längst eingesteckt. Was finde ich da in den Schrank? Ich sage ja nichts, hast Fußball und Motorrad in den Kopf. Was hast du mit Milchgeld gemacht? Mit Milchgeld? Ja. Du musst deine Schmierfinger vorher abwischen, wenn du die Käseglocke anfindest. Ich habe das wohl gemerkt. Oh, ich gebe dir das ja wieder. Bestimmt, Mama. Für das Motorrad natürlich wieder, ne? Und der Kleine kann Wasser trinken. Bloß, dass Herr Jan sein Motorrad fahren kann. Ich habe das nicht für mein Motorrad gebraucht. Ach, wofür denn sonst? Lügen tust du auch noch. Nein, Mama, Jan lügt nicht. Na, steh du ihm auch mal noch bei. Feine Gesellschaft seid ihr ja. Du, wir wollen dich doch überraschen. Ja, das ist auch fein geglückt. Wenn wir erst gewonnen haben und diesmal gewinnen wir bestimmt, das soll eine ganz große Quote geben. Was denn? Ihr habt getippt? Ja, was denn sonst? Ihr habt also heimlich getotot. Als können wir mit dem Geld nicht was anderes machen. Ja, wir haben das ja auch so dick. Oh. Zeig mir hier den Zettel. Oh, was willst du denn? Her damit. Wo ist er? Na. Den Zettel behalte ich. Oh, Mann, das Schüppel. Muss mal vergleichen. Ich hab nämlich auch getippt. Lass mal sehen, du! Zeig mal her! Ah, du geh doch mal weg! Was hast du denn bei Kickers und Rasensport 08? Na, eins natürlich. Kickers gewinnt doch immer. So was Verrücktes. Rasensport spielt doch auf eigenem Platz. Na, das ist mir doch egal. Oh. Du hast ja keine Ahnung, Mensch. Du, was hast du denn als nächstes geschrieben? Na, wieder eine Eins. Bei Viktoria und HSV? Och, du liebe Himmel. Viktoria ist Tabellenletzter und HSV steht ganz oben. Gott, lass die anderen doch auch mal gewinnen. Du bist vielleicht naiv, du. Wär mal nicht frech, ja? Ich hab nämlich überall eine Eins. Was? Die ganze Reihe runter? Nee, rauf. Oh, lass mal sehen, du. Lass mal los. Nachher geht er kaputt und der Gewinn ist in Eimer. Gewinn auf lauter Einsen. Pfeffer, wenn ich das schon höre. Werdet ihr ja sehen. Einmal glückt das und dann sind wir auch mal dabei. Denn lacht uns das Glück und wir sind aus allem raus. Und Kinders, wenn ich daran denke, dann kommen hier nur schon die Tränen. Pass bloß auf, dass ich denn vor lauter Freude keinen Schlag krieg, ne? Aber wäre denn ja auch egal, hätte ich das eben für euch getan, ne? Aber dass ihr mich denn anständig unter die Erde bringt mit Musik und so. Lauter Einsen. Da spielt man nun selber Fußball, dann hat man so eine Tipper in der Familie mit. Du kriegst jedenfalls nichts ab, wenn ich gewinne. Aber ich nicht, Mama. Du, dann kaufe ich mir neues Kleid und Nylons und ein paar Netzhandschuhe. Bis dahin. Ihr habt vielleicht Illusionen. Lauter Einsen. Da tippt Opa ja besser. Und der hat noch nicht mal einen Fußball gesehen. Wo bleibt Opa denn überhaupt? Der muss doch schon lange wieder hier sein. Wird sich wohl unterwegs untergestellt haben bei dem Regen. Unsinn, wir haben ihm doch gesagt, dass er sich nicht lange aufhalten soll. Wenn ihm nun was passiert ist. Auf den doch nicht. Du, das sag nicht. Bei seinem Alter, da weiß man nie nicht recht. Wenn er nun erst verkalkt. Oh. Der setzt bei uns bestimmt keinen Kalk an. Ihr könnt froh sein, dass er da ist. Nicht zu sehen. Oh, meinetwegen kann er gern wegbleiben. Ja, nun mal doch nicht den Teufel an die Wand. Na ja, dann hätte ich doch wenigstens die Kammer für mich. Wer sagt denn, dass du Opas Kammer kriegst, wenn ihm was passiert? Ja, ich dachte, weil wenn du all denkst, vermietet wird sie natürlich, dass Geld ins Haus kommt.
Aber es ist Gott sei Dank ja noch lange nicht so weit, nicht? Hustelma, ich glaube, nun kommt er. Ich habe ihn husten gehört. Gott sei Dank, das ist er. Schönen guten Abend allerseits. Du sag mal, wo warst du bloß so lange? Wir ängstigen uns hier zu Tode. Ja, ich war doch noch im Briefkasten. Da hattet ihr mich doch hingeschickt. Na, Opa, das dauert doch nicht so lange, eh mal nach dem Kasten hin. Na? Na? Ihr freut euch doch gar nicht, dass ich wieder da bin, was? Wieso? Hat natürlich was gehört. Ich hab noch mal Glück gehabt. Ich wäre beinahe überhaupt nicht wiedergekommen. Da wäre ich futsch gewesen, futsch. Was soll das heißen? Ja, der hat zu starke Bremsen gehabt, das Auto. Was? Zu starke Bremsen, sonst wäre ich futsch gewesen. Aber Opa, ja, was ist denn passiert? Oh, du bist keine Aufregung, ist doch gar nichts passiert. Die Jacke ist ein bisschen kaputt. Oh. Aber das macht nichts, ist schon ein altes Ding. Nicht? Aber sonst ist eins heil. Eins unbeschädigt. Aber du bist überfahren worden. Ja. Mein Gott, Opa. Das ist ein Auto. Wäre ich futsch gewesen. Oh, du wackelst ja. Opa. Ja, du los, man, keine Aufregung. Unkraut vergeht nicht, ne? Das war ein netter Kerl, der Autofahrer. Der hat mir seine Adresse gegeben. Das ist doch anständig, nicht? Erst fährt er mich über und dann gibt er mir seine Adresse. Das war ein Herrenfahrer, war das. Ein richtigen Gentleman. Ja, nun steht da doch nicht so rum, nun zieh ihm doch mal die Jacke aus. Ja, zieh mal aus, die ist klitschen. Blut? Nee, das fasse ich nicht an. Wie, nee, nun stell dich doch nicht, ach, setz ihn doch jetzt mal auf den Stuhl. Seht ihr nicht, dass er das nicht alleine kann? Das kann ich nicht, aber, nee, was kann ich nicht alleine? Ich bremme hier wohl noch alleine hin. Mach das Bett zurecht, das stellt uns ja unter den Händen weg. Ich hab das ja gewusst, wenn man erst mal von sowas redet, du. Opa, wir ziehen dir nur erstmal die Jacke aus. Ja, immer Jan, sie pass mal aus, an, pass auf, Achtung, nur los. Jan, ja, sei kurz vor mich geworden, was macht denn das mit dir? Das wäre noch schlimmer, als wenn man von Auto überfahren wird. Nee, lass mich zufrieden. Jetzt sind doch auf, mir Jan. Fehlt doch. Nee, keiner fasst mich mehr. Ich glaube, der ist hier. So ist das immer, wenn man auf den Kopf gefallen ist. Wer ist auf den Kopf gefallen? Opa, bitte. Opa, bitte. Du sei mal ganz ruhig. Und tu mal, was ich dir sag, ne, Opa? Ja, das mache ich doch immer. Ja. Gott sei Dank, er wird vernünftig. Jan, lauf mal schnell zu Dr. Denker rüber. Er soll gleich herkommen. Dr. Denker? Du lauf doch. Biene, ist das Bett fertig? Ja, gleich. Komm, Opa, ganz sachte. Ja. Angefahren von Auto, bist du also sowas. Ja. Und wir sitzen hier, ne? Warum hast du denn nicht gerufen, Opa? Konnt's nicht, war's gleich besinnungslos, ne? Ja. Schüttel das Kissen ordentlich auf, Biene, leg das Laken gut hin. Augenblick, Opa, das Kind ist gleich so weit, ne? Ihr habt wohl Angst um mich, ne? Ja. Fertig, Biene? Ja. So, Opa, nun komm. Ja. Und ganz sutsch, ne? Oh, Biene, Mama, Stein warm. Aber Opa ist schon ganz nass. Oh. Ah. Was ist, Opa? Tut dir was weh? Wo denn, Opa? Sag doch. Mehr innerlich. Wie kam denn das, Opa? Hast natürlich wieder nie aufgepasst, nicht? Ach, ich sag ja, die verdammten Autos. Biene, hol mal die Wolldecke schnell. So. Wo soll die Decke hin, Mama? Die Beine natürlich verhindern sollen. Oh Gott, nee, ist dir das eine Aufregung? Nee. Opa, liest du so gut? Sag doch, Opa. Er sagt nichts. Ob er ohnmächtig ist? Ja, was weiß ich? Opa. Lass ihn schlafen. Ist die beste Medizin. Raus nur, bis der Doktor kommt. Setz mal schnell krumme Wasser auf für den Doktor. Opa. Oh Gott, ist das eine Aufregung. Nee, also das haben wir auch gar noch gefehlt. Da haben Sie aber Glück gehabt, Frau Brasse, dass ich im Hause war. Oh, Herr Doktor, gut, dass Sie kommen. Wo ist denn Vater Philipp? In seiner Kammer.
Hat er Schmerzen? Ist er verletzt? Aber wir haben keine Ahnung. Bitte sehr. Danke sehr, Frau Brasse. Puls ist ganz normal. Na, siehst du? Vater Philipp? Antwort doch, Opa! Äußerlich keine Anzeichen einer Verletzung. Er hat ja auch gesagt, dass ihm nichts passiert ist. Ja, scheint mir auch so. Ja, was ist denn nun? Psst, der Doktor untersucht ihn gerade. Ja, der drückt ihm ja den ganzen Bauch ein. Er fühlt den Blinddarm. Opa hat auch gar keinen mehr. Wird der Doktor ja merken. Gott, nun seid doch mal, also ich kann das gar nicht mehr sagen. Wie ein Hampelmann, ne? Er ist dein Großvater. Ich bin besoffen. Tja. Meine liebe Frau Brasse. Es ist unglaublich, aber wahr. Ihrem Schwiegervater, dem guten alten Vater Philipp, scheint nicht das Geringste passiert zu sein. Ein unwahrscheinliches Glück. Abgesehen von der kleinen Hautabschürfung, die er aber ebenso gut woanders bekommen haben kann. Doktor, also wissen Sie, eigentlich begreife ich das ja nicht. Wissen Sie, als er reinkam, da hat er gebankt wie so eine halbe Leiche. Man braucht nicht unbedingt unter ein Auto zu geraten, um nachher zu schwanken. Wieso? Sie meint, er ist dumm? Jedenfalls können Sie froh sein, dass Vater Philipp eine so robuste Natur hat. Oh. Na, nun lassen Sie ihn nur schlafen und sich doch ein bisschen schonen. Er hat es verdient nach dem Schreck. Also wissen Sie nichts, wie Sorgen haben wir mit dem alten Opa? Was bin ich Ihnen schuldig, Herr Doktor? Na, lassen Sie es gut sein, Frau Brasse. Ich weiß ja, wie es im Augenblick bei Ihnen aussieht. Gute Nacht. Nacht, Herr Doktor. Vielen Dank, Herr Doktor. Ja, nun bring den Doktor doch mal raus. Mama, was ist denn nun? Was hat der Doktor denn gesagt? Nix ist. Du, ist er. Ich möchte bloß mal wissen, wo er das viele Geld hier hatte, um sich so gräßig zu betrinken. Von dem Autofahrer, von wem denn sonst? Wieso denn von dem Autofahrer? Das Schmerzensgeld. Der ist doch froh, dass er nicht angezeigt wird. Meinst du das? Na klar. Aber gleich so viel? Na, jedenfalls besser als eine Beerdigung zu bezahlen oder eine Hinterbliebenenrente. Hinterbliebenenrente? Sowas gibt es? Hm. Ich meine, wenn einer einen überfährt und der steht nicht wieder auf, dass die anderen denn was dafür kriegen. Na klar, als Hannes Wittfingsen eine Gans mit seinem Motorrad... Na. Mit seinem Motorrad überfahren hatte, da musste er die auch bezahlen. Na, eine Gans, ja, aber einen ganzen Menschen? Doch, das kann schon angehen. Schau nicht mehr als recht und billig, nicht? Wenn der Ernährer ausfällt. Und Schmerzensgeld, das muss er ja wohl immer bezahlen, nicht? Sagt der Name ja schon. Aber wenn Opa doch gar keine Schmerzen hat. Ach, nur unterbrich mich doch nicht immer. Was grübelst du denn so, Schatz? Sag mal, Opa, der hat uns doch vorhin eine Karte gezeigt. Von den Autofahrern, meine ich. Ja, hier. Oh, hol mal meine Brille. Ich kann sie ja lesen. Weg, die lese ich. Du, Mama, was steht da drauf? Ja, gib mal schnell her. Alfons Lefort, Neustadt, Hagerli 54. Alfons Lefort. Ach, ein schöner Name. Klingt so ausländisch, nicht? Du, das muss ein vornehmer Herr sein. Glaubst du wirklich, dass das der Autofahrer ist? Ja, hat Opa doch selbst gesagt. Woher hat er denn sonst die Karte in der Tasche, ne? Sag mal, ob der wo Geld hat? Wenn er schon ein Auto hat? Hagerli, wo ist die denn da in Neustadt? Im Villenviertel, ganz vornehme Gegend. Ah, Telefon hat er auch. Ja, was hast du denn vor? Warum hat der Autofahrer Opa wohl seine Karte gegeben? Das ist doch ganz klar. Wenn ihm was passiert ist, soll er sich bei ihm melden. Ja, vielleicht hat er einen zu viel getrunken und dann am Steuer. Warum soll Opa sich denn bei ihm melden? Mensch, bist du dösig. Damit er nicht zur Polizei läuft und ihn anzeigt. Hol mir mal Papier und Bleistift. Besser noch Tinte. Ja, was willst du denn damit? Das wirst du ja sehen. Da doch nicht, Biene, am Schrank, doch. Und dann schreib mal gleich einen Umschlag raus, nicht? Du,
an wen soll ich schreiben? Ach, nun stell dich doch bloß nicht so dusselig an. An Herrn Lefort natürlich. Ja. Neustadt, Parkallee 54. Wir doch gleich eine. Alfons Lefort. Ja. Ach, wie das klingt. Wie alt der wohl ist, du? Das geht dich gar nichts an. Hauptsache, er hat Geld. So, nun kann's losgehen. Sehr verehrter Herr Lefort. Als schwer geprüfte Mutter und Schwiegertochter des Herrn Philipp Brassekommer, unseres guten lieben Opers Kommer, kann ich nicht umhin, diese Zeilen zu schreiben. Das ist gut, das ist gut. Du sei doch still, also du bringst einen ganz außer Fasson. Trotz Wiedererwartung unser aller hat sich unser guter, lieber Opa, mein lieber Schwiegervater, Philipp Brasse, sehr gebrochen. Der arme Opa. Bitte lass uns heulen nach. Wie nehme ich das ganze Papier? Weicht doch auf. Sehr gebrochen. Was auf den überfahrenden Unfall zurückzuführen gewiss ist. Durch denselben... Den Sie auf dem Gewissen haben. Laut beigefügter Adresse. Ist das gut? Das ist richtig. Laut beigefügter Adresse. Somit wir unseren einzigen Ernährer ans Bett gefesselt liegen haben. Und er vor Schmerzen nicht arbeiten kann. Punkt. Also hör mal zu, hier diktiere ich. Punkt. Und ich doch allein. Doch kommt überhaupt kein Punkt hin, Semikolon. Und ich doch alleinstehend mit drei Kindern darauf angewiesen bin. Und Mama, das stimmt doch gar nicht. Ach, was verstehst du schon von Geschäften? Also Ruhe nu, sonst geht ihr ins Bett. Bin. Möchte ich Sie fragen, verehrter Herr Lefort, ob in diesem Falle mit Ihnen zu rechnen ist? Da auch schon in anderen Fällen Bezahlung prompt erfolgte, wie bei einem guten Bekannten von uns, der das bezeugen kann. Nimm bloß nicht Hannes Witt. Ich bin noch nicht verrückt, nicht? In diesem Falle war es eine Gans. Gans? Gans, Punkt. Mensch, ne Gans! So. Auf baldige Besserung hoffend. Die schwer geprüften Hinterbliebenen. Johanna Brasse, Schwiegertochter des Herrn Philipp Brasse. Ach, und ihren Kindern Jan, Sabine und Peter. Oh, du, da kommt noch was unter. Die entzweite Jacke an Beizun Beweis. Wenn Sie vielleicht eine hätten, die Oper im Bett anziehen kann, wenn es kalt ist. I.O. I.O.? Ihre Obige! Na, was sagt ihr nun? Tolles Dings! Den Brief und die Jacke bringt Peter morgen früh nach Neustadt, Parkallee. Und denn? Das werden wir ja sehen.
Glaubst du, dass das gut geht? Was soll gut gehen? Das mit dem Brief an Herrn Lefort. Warum denn nicht? Oh, ob er den schon gelesen hat? Na klar. Peter ist schon lange in Neustadt. Muss er bald wieder hier sein. Ach, wenn er das bloß richtig macht, du. Oh, was soll er denn da verkehrt machen? Er gibt den Brief und die Jacke ab, weint ein bisschen von wegen. Mein armer Opa, mein armer Opa. Och, dann wird er doch weich wie Butter. Ach, wäre das schön, wenn das klappen würde, du. Endlich nicht mehr arm sein. Mal Geld im Haus. Du, ich hab geträumt wie im Kino. Da war so eine große Treppe, weißt du? So ganz aus Marmor. Und weißt du, wer drauf ging? Na? Ich. Tja, mit einem Kleid wie so eine Prinzessin. So ging ich. Immer diese Treppe runter. Und ich war schon unten, da war das Kleid immer noch oben. Was das wohl zu bedeuten hat, du nicht? Ich glaube, man träumt bloß, wenn man sich was wünscht. Wenn man so eine stille Sehnsucht hat. Quatsch, das kommt von den Bratkartoffeln. Oh Gott, ich habe ja gar keine gegessen, Bratkartoffeln. Seid ihr denn noch nicht fertig? Ah, ich werde mich doch wohl auch in aller Ruhe rasieren können, ne? Die paar Haare. Oh, hast du die Hühner rausgelassen, Sabine? Nee, noch nicht. Dann wird das aber Zeit. Die sind auch froh, wenn sie mal ein bisschen länger schlafen können. Was war das? Ja, das kam doch aus der Kammer. Dann war das Opa, hat an die Wand geklopft. Sein Dunsche endlich ausgeschlafen? Geh doch mal eine hin! Los, Jan, Sabine! Nee, ich geh nicht. Ich soll ja die Hühner rauslassen. Ja, ich auch nicht. Ach, ihr seid ja feige, seid ihr ja. Denke ich. Na, Opa, wie fühlst du dich? Guten Morgen, Opa. Hast gut geschlafen? Sag mal, was habt ihr mir denn da alles aufs Bett gepackt? Ich kann mich doch gar nicht bewegen. Schwitzen musst du, hat der Doktor gesagt. Tüchtig schwitzen. Aber mir fehlt doch nichts, ich brauche doch nichts zu schwitzen. Aber Opa, Otto, nun lass mal schön deine Decken in Ruhe. Nee, die Sonne scheint ja alle. Ich will nur endlich aufstehen. Aber du kannst doch nicht aufstehen. In deinem Zustand. Ach was, mir fehlt doch nichts. Wer hat dir denn da die Beine zusammengebunden hier? Ihr seid schon wohl verrückt geworden. Opa, du hast dir beide Beine gebrochen. Oh, Quatsch nicht, Sabine. Also, Sabine muss immer übertreiben. Nicht mit sowas Spaß man doch nicht, Sabine. Ich hab mir nichts gebrochen. Bind mir mal die Beine auseinander hier. Ich will nur endlich hoch. Aber Opa, nun sei doch mal vernünftig. Was vernünftig, vernünftig? Fasst euch mal an eure eigene Nase, nicht? Ich muss doch wohl am besten wissen, dass mir nichts fehlt. Dr. Denker hat auch gesagt. Nix hat der Doktor gesagt. Gar nichts. Jedenfalls nicht zu dir. Nee, die Doktor sagen den Patienten nie, wie das um sie steht. Aber den Angehörigen, so ist das immer, du. So, was hat er denn wohl zu euch gesagt, bitte? Der hat gesagt, du musst liegen und schwitzen. Ja, und dass du dich nicht bewegen darfst. Vor allen Dingen nicht bewegen. Nicht, Sabine, irgendwo was an der Beine. Guck doch das Maul auf. Ja, Opa hat er gesagt. Und dann hat er dir die Beine eingebunden. Ja, und die Arme auch. Also, wenn ich nur nicht für bestimmt gehört hätte, was Dr. Denker gesagt hat. Wie konntest du das denn hören? Du warst ja ohne Besinnung. Ohne Besinnung? Ha, da lachen ja die Hühner. Blau wär ich, stinkeblau wär ich. Ja, es ist ja gut, Opa. Na, es ist ja besser, wenn er nicht weiß, wie das wirklich um ihn steht. Natürlich, Opa, hast recht. So, Biene, nun mach unseren lieben Opa mal sein Morgenbrot, ne? Wie viel denn? So viel, wie er haben will. 6 Scheiben lang mir die, ja? Oder möchtest lieber mal Pfannkuchen und Kropf? Oder vielleicht mal ein schönes Glas Wein? Wein? Das habe ich ja mein Lebtag nicht von dir gekriegt. Ja, hat der Doktor doch gesagt. Gute Kost, nicht Jan? Hm? Was? Ja, wir sollen den Kranken jeden Wunsch erfüllen. Ah. Weil es mit mir zu Ende geht, was? Ja! Mann, hör mal! Sag mal! Wer sagt denn nun sowas? Dennoch einen Kranken mitten ins Gesicht? Nee, wirklich. Soweit es geht, sollen wir dir jeden Wunsch erfüllen, Opa. Aber das geht, genau was das geht. Und wir wollen uns auch gern einschränken, damit unser guter Opa bald wieder auf die Beine kommt, ne? Gute Opa, was denn das für eine Musik? Ja, der muss ich ja doch wohl all mit einem Bein im Grab stehen, ne? Siehst du, nun lacht er wieder. Na, Gott sei Dank. So, Jan, geh zu Heinemann, hol Kuchen und Wein. Oder möchtest lieber was Deftiges, Opa?
Na ja, weiß ja Bescheid. Kennt ja Opa seinen Geschmack. Aber vor allen Dingen Spargel. Ja, bring Spargel mit. Nimm mal gleich eine große Dose. Du machst doch so gern Spargel, ne, Opa? Ja, ich ist mir egal. Ich esse eins. Und was essen wir? Aber du denk doch nicht immer gleich an uns. Lauf doch los, Jan. Ja, und Geld. Ach, Geld, wie soll ich noch? Mach doch, dass du rauskommst. So, Opa. Oh. Nun ess dich mal erstmal richtig satt. Was? Nicht? Das soll ich eins essen? Ja. Ich soll ja wohl am Brot ersticken, nicht? Zu trinken kriegst du gleich, Opa. Der Junge, der holt was von Heinemann. Und wenn du was willst, brauchst du nur zu rufen. Ja, aber nicht so laut. Das ist nicht gut für deinen Kopf. Ja, einer von uns ist immer in der Nähe. Nur iss mal, Opa, und schlaf. Ne, immer schlaf. Dass du bald wieder gesund bist, Opa. Bin ich nur verrückt oder die Anna? Na, sowas. Johanna? Johanna! Ja, Opa, was ist denn? Nix. Ich wollte bloß mal sehen, ob ihr mich auch hört, wenn ich mal rufen tue. Aber nee, natürlich, Opa, sicher. Gott sei Dank, das ist vorbei. Oh, wenn das bloß gut geht. Auch dem kannst du erzählen, was du willst. Der glaubt nun schon selber, dass er krank ist. Nicht so laut. Hier wird von nur an bloß noch geflüstert. Der merkt das ja sofort. Je weniger laut wir sind, je eher glaubt er, dass er wirklich krank ist. Hast du ihn auch nicht zu fest angebunden? Och, woher denn? Er muss sich doch mal umdrehen können. Die paar Tage kann er ruhig auf dem Rücken liegen. Er schläft ja sonst auch immer so. Und kein Reinlassen. Hier gehört niemand. Opa ist krank und damit gut. Ja, aber wenn ihn nun einen nach dem Unfall noch gesehen hat. Ich hab dir doch gestern Abend schon gesagt, er hat eine Lungenentzündung. Das ist bei dem Regen noch kein Wunder. Ach, wenn ich das mal alles behalte. Nun nimm deinen Grips doch mal zusammen. Wenn sich nur einer von uns versammelt, ist doch aus. Und wenn Peter was sagt? Ach, den habe ich schon gestänzt. Ich habe ihm gesagt, Opa hat die Masern. Dann geht er nicht so dicht an ihn ran, weil das ja ansteckt, ne? Du, ich weiß nicht. Lungenentzündung, Masern, beide Beine gebrochen. Ja, damit müsst ihr doch lange ins Krankenhaus. Ach, da wird so einer doch gar nicht mehr aufgenommen. Mama, Peter, Mama, Mensch, Mama, leise, leise! 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 Was schreibt er denn? Schick da was mit, du! Komm, wir gleich mal sehen. Augenblick, Augenblick. Ha, ha, ha. Oh! Oh! 20, 40, 100, 102. Ja, ist in Ordnung. Ja, wie viel ist denn das? 100 Mark! Da waren noch ein paar große Scheine dabei. Nicht so laut, du setzt euch mal hin, wollen wir erst den Brief lesen. Komm, Biene, lies mal vor, aber leise, dass Opa das nicht hört. Was hat der Mann für eine Schrift? Lesen sollst du. Sehr geehrte Frau Brassel, mit tiefer Bestürzung habe ich Ihre werten Zeilen gelesen und bedauere es sehr, dass der Unfall Ihres geschätzten Herrn Schwiegervaters... geschätzten Herrn Schwiegervaters, hast du das gehört? Ja, du liest doch weiter. Ihres geschätzten Herrn Schwiegervaters doch noch so unliebsame Folgen hat. Und so erlaube ich mir noch, Ihnen für Ihre erste Not einen kleinen Überbrückungszuschuss beizulegen. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir recht bald Nachricht geben, wie es dem Patienten geht. Für heute beste Grüße, baldige Genesung und Ihnen und Ihren lieben Kindern ein angenehmes Wochenend. Alfons Lefort, das hat geklappt, wir haben Geld! Leise doch, also schrei doch nicht so, wenn Opa das hört. Mensch, ihr macht ein Geschrei um so eine selbstverständliche Sache. Ich hab das doch gleich gesagt. Du? Ich hab das gesagt, ich bin auf die Idee gekommen. Was, du? Ja, hoffentlich denkst du dann, wenn du das Geld verteilst. Verteilen? Sag mal, du bist wohl nicht klug, was? Ach, das willst du aber alles für dich behalten, was? Na, für euch mit natürlich. So, schön, dann sag ich das eben Opa. Oh, das steh dich, du. Hier. Und du hau ab. Und ich? Du, also ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Doch wenn ich nichts abkriege, schreibe ich das Herrn Lefort. Na, du bist mir ja die Richtige. Hier. Aber teil dir das ein, das sag ich dir. Und ich? Och, du machst, dass du zur Schule kommst. Opa hat auch die Masern. Da brauche ich doch nicht in die Schule. Was ist die Masern? Was hat er denn? Ach, Opa, ja, das kommt von deinem dummerhaftigen Schnack. Opa hat nicht die Masern, Opa hat die Lungenentzündung, wie du sagst. Aber die steckt auch an. Ist doch schon überall rum. Was ist überall rum? Na, dass Opa gestern unter das Auto gekommen ist. Wer hat das gesagt? Da haben wir. Ich hab nichts gesagt. Na, ich vielleicht. Wird er wohl in seinem Dunkel selbst erzählt haben. Hast am Ende auch erzählt, wo du heute Morgen den Brief hingebracht hast? Nee. Oh, was Gott sei Dank. Noch nicht. Was
Was soll das heißen? Wenn ich mir kein Taschenmesser kaufen kann, bisschen würde ich auch abhauen. Oh Mann, nee, was hab ich bloß für Kinder? Hier, so, nur hau ab und den Mund halten, das sag ich euch. Sonst geht uns die ganze hinterbliebenen Rente in die Wicken. Jan, was sagst du bloß? So viel Geld. Ach, so viel ist das ja nun auch wieder nicht, ne? Was willst du denn mit dem Geld machen? Ach, ich kauf mir Werkzeug. Einen ganz großen Kasten und einen Schweißapparat und eine Drehbank. Och, das langt doch gar nicht. Oh, wird schon lang, verlass dich drauf. Ratenzahlung. Ach. Ja, und dann baue ich mir den Schuppen aus. Zementfußboden, ein großes Fenster und eine vernünftige helle Lampe, damit ich auch abends arbeiten kann. Ja, und dann, ach du, das wird eine Werkstatt, da wird sich noch mancher wundern. Ja, und du, was kaufst du dir? Ich? Auch erstmal das Notwendigste, was der Mensch so zum Leben braucht. Schicke Unterwäsche, Nylons, na, eine rosa Garnitur mit Spitzen, eine Kaltwelle, ein Kleid, ja, und dann ist das Geld alle. Was? Meinst du das? Aber was denn, wenn es alle ist? Telefon muss Neues schicken. Was, du glaubst? Ja, klar. So eine Krankheit wie Opa, die zieht sich manchmal ein ganzes Jahr hin. Ja, und dann die Medizin und die Krankenschwester. Ja, so eine Pflegeschwester, die brauchen wir doch auch. Wozu denn die? Na Mensch, willst du den Opa auf den Topf setzen, wenn er hinten nicht mehr hochkommt? Ich nicht. Das sind ja herrliche Aussichten. Tja. Ja, und dann brauchen wir auch noch einen Rollstuhl, damit er sich langsam an die frische Luft wieder gewöhnen kann. Du, was soll Opa denn mit dem Rollstuhl? Opa. Wir doch. Das ja? Geld dafür. Der Lefort, der wird sich noch wundern, was das alles kostet. Arbeitsausfall, Krankenkost und ach, da gibt das genug, du. Ja, hat er selber Schuld, warum fährt er so dusselig, ne? Du, und wenn wir erst ein Auto haben, dann... Hör aber auf, du bist ja hier. Ich mach doch gar nichts mehr von hören. Du, das sag ich dir, der geht noch mal zu Fuß. Und ich gehe jeden Tag ins Kino und esse Eis mit Sahne, doppelte Portion. Und dann lasse ich mich maniküren, dann kennst du mich gar nicht wieder und sagst Fräulein zu mir. Ach, Jan, ich bin so glücklich. Wer ist das? Vielleicht Lefort. Dann sind wir in Buddel. Hey, wo willst du hin? Ja, wenn du alles rauskommst. Los, du musst mit ihm reden. Was, ich? Ja, na klar, los, weinen oder was weiß ich. Ich kann doch nicht auf Kommando heulen. Na ja. Mister. Ach, das ist doch... Ja. Du, Mister Kurt, du hier Dick. Mann, Kurt. Warum lachst du denn? Ich? Ach, du siehst so komisch aus. Ja, ich bin ja auch schon den ganzen Morgen unterwegs. Oh, ist das dein Auto da unten? Nee, so schnell geht das nicht. Hui, was ist denn das für ein Wagen? Du Klasse. Amerikaner. Komm nach Hamburg und will nach Neustadt. Hab ihn heute Nacht nur abschleppen müssen. Der Motor, es bringt dauernd nicht an. Liegt vielleicht am Unterbrecher. Mann, da hab ich auch noch gar nicht dran gedacht. Tja. Willst du nicht gleich mal nachgucken? Ich? Wie komme ich dazu? Soll Fricke doch selbst sehen, wie er den wieder hinkriegt. Ich dachte, das interessiert dich. Ein toller Wagen. Komm ich im Augenblick gar nicht reizen. Mit einmal? Na, glaubst du, ich weiß nicht, dass Fricke dich hergeschickt hat? Unsinn, Jan. Ich probiere den Wagen aus und bin mal eben vorbeigekommen. Du bist doch sonst so scharf auf jedes ausländische Modell. Und den hast du bestimmt noch nicht gesehen. Potomac. Du Kurt, darf man da nicht mal mitfahren? Um Gottes Willen. Och, bloß einmal um See rum, sieht doch keiner. Das geht nicht, Sabine. Ist uns streng verboten. So, ich kann ja mal fragen, nicht? Aber Sabine, du musst doch verstehen... Ja, ich verstehe schon. Ich bin doch gar nicht angezogen für so einen Protzkasten. Aber Sabine... Läuft einfach weg. Was ist denn mit mal los mit euch? Mit uns? Was soll da los sein? Ihr seid ja mit mal so kribbelig. Du bist kribbelig. Du denkst wohl, ich fummel dir den Wagen wieder hin und du gibst damit mal Frecke an, wa? Das könnte so passen. Aber Jan, was ist denn bloß passiert? Nichts. Gar nichts. Ich kenne dich ja gar nicht wieder. Du wirst nicht der Einzige sein. Hier wird sich nun allerhand verändern und dann kann Frecke sich umgucken. Ich mache ihm dann Konkurrenz. Du? Womit denn? Das wirst du ja sehen. Ich mache hier eine eigene Werkstatt auf. Ich wäre verrückt. Du hast ja noch nicht mal deinen Meister. Meister. Braucht man da überhaupt einen Meister? Oh, ich hätte ihn schon gemacht, wenn ich mal das richtige Geld dazu gehabt hätte. Und überhaupt ist ja Gewerbefreiheit. Wenn man was kann und wenn man tüchtig ist, in Amerika, da in Amerika, Mr. Spins ja. Na, glaubst du vielleicht nicht, dass ich so einen Wagen da draußen in Ordnung kriege, wenn ich mal das richtige Werkzeug hätte? Ich an deiner Stelle würde erstmal das Motorrad fertig bauen. Da kannst du dich auch verlassen. Du verstehst mich ja auch nicht. Kein einziger. Am besten ist, man macht seinen Kram allein, dann kann wenigstens keiner dazwischen reden. Tja, du musst das ja wissen. Wenn du meine Hilfe nicht mehr gebrauchen kannst, ich habe nur keine Zeit mehr. Bis dann, Fricke, mal einen schönen Gruß und er wird noch von mir hören. Ach,
Siehst du ja. Der hat sich geärgert, weil du einfach weggelaufen bist. Glaube ich nicht schon gemerkt. Du, ich denke, ihr seid ein Liebespaar. Wer sagt das? Na, du hast ihm doch gestern einen Kuss gegeben. Ich? Wer hat das gesagt? Na, Kurt, gestern Abend, als er in den Schuppen kam. Oh, so eine Gemeinheit. Er war mächtig stolz darauf. Wollte er schon immer mal, hat sich bloß nicht getraut. Naja, der hat ja auch keine Erfahrung. Nee, das habe ich gemerkt. Ärgerst dich wohl, weil er dich nicht mitgenommen hat, was? Was? Na, wer ist noch nicht weit gekommen, da? Guck dir das an. Wie ein Grasschüpfer. Der kriegt den Wagen nie wieder hin. Ich trau ihm gar nicht. Aber ein dufter Wagen ist das doch, was? Ja. Ich wäre gern mal mitgefahren. Ob Kurt wohl nun beleidigt ist? Kannst du ihn ja mal fragen. Och, ist bloß eine Fehlzündung, du. Ja, Opa. Ja, Opa, du doch. Was ist denn, Opa? Ja, wo bleibt mein Wein und mein Pfannkuchen? Ja, Opa. Ja, Opa, ist das eine Antwort? Mutter ist halt rüber nach Heinemann. Ja, hast du denn dein Brot? Och, hast du doch noch gar nicht. Nee, das ist mir viel zu trocken. Ich will was anderes haben. Jan, was sollen wir bloß mit ihm machen? Ja. Augenblick, Opa. Oh, du wirst dich noch wundern, was wir alles mit dem machen. Ja, hoffentlich. Ob er das gehört hat. Hast du das gehört, Opa? Ja, so denken die an dich, ne? So, ja, dann gib mir mal ein bisschen was zu schmecken. Wo ist denn der Tabak? Ja, weiß ich nicht. Nur red doch bloß mit ihm. Ja, ich weiß, was soll ich ihm denn sagen? Das ist doch egal. Irgendwas, was man sich mit Kranken erzählt. Mach schon. Ja, ich geh mal so an. Na, Opa? Na? Schönes Wetter heute, ne? Ja, für euch, aber für mich nicht. Oh, für dich wird nur auch bald wieder die Sonne scheinen. Ist doch mal ganz schön, so im Bett zu liegen, ne? Nicht zu arbeiten, hast du doch sonst immer so abgerackert. Ja, das kann man wohl sagen. So, hier ist der Tabak. Nun kleb ihm eine, dreh ihm eine. Gleich hast du eine Zigarette, Opa. Jan, dreh dir eine. Aber eine vernünftige, nicht so eine dünne, dass man bloß Papier schmeckt. Oh, Opa, hab ich schon mal schlechte Zigaretten gedreht, du? Nee, für dich nicht. So. Und bring sie ihm hin. Ich? Nee, das machst du, Mann. Rauchen ist Männersache. Mann, du kannst den kranken Mann ruhig mal einen Gefallen tun. Na komm, Opa, hier. So, siehst du wohl. Nee? Aber vorsichtig rauchen. Du weißt ja, sonst kriegst du gleich wieder deinen Husten, ne? So. Na, geht das? Ja. Oh, siehst du, da haben wir das, sag ich ja. Nee. Noch ein Zug. Oh, ach, so hältst du das 4 Wochen aus. Ach, was sag ich? 6, 8, ein halbes Jahr, du. Und keiner sagt was. Keiner schimpft, wenn du mal rauchst. Das ist doch prima, nicht? Ja, das ist fein. Ja. Ja, komm, nicht so viel bewegen, schnell noch einen Zug. Mir darfst du so. Hey, Opa, nicht aufregen. Mama kauft dir eine Pfeife und den kannst du rauchen, so viel wie du willst. So, sonst brennt er nachher noch das Bett an, ne? Ach, ihr denkt ja wohl an alles. Jesus, was sagt ihr nun? Gar nichts, was? Hab ich mir gedacht, nicht mal ein Kompliment habt ihr für uns über. Aber Mama! Ja, wie siehst du denn aus? Na, wie denn? Da bleibt euch wohl die Luft weg, was? Da hat Heinemann dir ja ein tolles Ding angedreht. Ne? Pariser Modell hier. Aus dem vorigen Jahrhundert. Ach, mit euch kann man sich ja nicht für eine Million halten. Komm, pack mal auf. Und du verschwinde hier, das hier nichts für kleine Kinder. Ist der für mich, du? Ach, das ist meiner. Gib her, was fällt dir denn ein? Jeder macht, dass du rauskommst. Ich geh ja schon. Oh, was ist das hier, du? Eine Eieruhr. Na, wozu brauchst du die denn? Das weißt du nicht. Und du willst mal ein Haus dann gründen? Heinemann hat zu mir gesagt, Eieruhr darf in kein Haus fehlen. Die tickt ja gar nicht. Du bist albern. Guck doch mal nach, was da hinten draufsteht. 2,50 Mark. Mann, so viel Geld für so ein lüttes Dings. Das billig. In Neustadt kostet mindestens das Doppelte. Och, gib doch hin. Also ihr habt ja keine Ahnung, was praktisch ist. Hast du denn wenigstens für Opa was mitgebracht? Ja, ein Pudel Malzbier. Oh, das ist ja auch allerhand, du. Ja, und was ist das hier? Spargel. Und noch mal Spargel. Hier ist auch noch mal Spargel. Och, Kinders, das Leben ist doch schön, ne? Manchmal kommt der Segen so über Nacht ins Haus. Da steht er, mitten am Tisch. Ich muss mal die Augen zumachen und schnell wieder auf, sonst kann ich das gar nicht glauben. Wer soll denn den ganzen Spargel essen? Na, wär ich natürlich. Oder meint ihr vielleicht, ich habe für euch eingekauft? Ihr habt ja selbst euer Geld, ne? Da kannst du ja wochenlang ankaufen. Guten Appetit. Wochenlang?
Was meinst du, wo morgen der Spargel ist? Du hier! Oh, Spargel! Oh. Angehalten. Das mache ich nun immer. Du, das war vielleicht ein Dollarwagen. Wir sind da längst gesaust, ich kann dir sagen. Parfümvertreter, hier, riech mal. Moschus, das soll so ein Ochse sein. Wie der riecht, nicht? Das denkt da wie die Pest. Du bist ja bloß eifersüchtig, weil du sowas nicht hast. Klettermann heißt er, Alois. Kommt hier jeden Monat vorbei. Das ist sein Bezirk. Wir haben uns für nächstes Mal verabredet. Aha. Willst du ihn heiraten? Och Quatsch, der ist doch verheiratet. Aber das macht doch nichts, sonst kann er doch mal mit mir Kaffee trinken, nicht? So, so, Kaffee trinken nennst du das. Ja, was denn sonst? Du, was liest du da eigentlich? Oi, komm. Motorenkunde. Och, ich dachte schon, das wäre ein Krimi. Die liest du wohl, was? Mhm, aber bloß im Bett. Ich hab da eine Zeitung im damit Mutter das nicht merkt, du. Sonst nimmt sie mir doch wieder weg und liest ihn selber. Jan, ich hab eine neue Platte mitgebracht. Das ist nun das Neueste. Das tanzen sie überall in Neustadt. Twist, kannst du den? Ja, klar. Och, zeig mir das mal. Ich kann das noch nicht. Ja, ich hab keine Lust Och, hier. Mann, nee, das doch einmal. Nee. Guck mal, ist das so richtig? Ja, ja. Du guckst ja gar nicht her. Du hast ja keine Ahnung. Sag mehr. Ich doch. So macht man das. Wie denn? Das brauche ich bloß einmal zu sehen, dann kann ich das. Du, das zeig mir noch mal. Nee, ich habe keine Zeit. Ja, wo willst du denn hin? Na, in Schuppen, mein Motorrad weiterbauen. Ich hätte mir schon lange ins Neues gekauft, du. Die alte Klapperkiste. Was soll ich denn mit Neues? Mit meiner Kiste kommt so leicht kein anderes mit, wenn sie erst läuft. Wenn? Ja, bin schon fast fertig. Bloß noch eine Kleinigkeit. Ich hab... Nicht? Ich habe mir da eine dolle Sache ausgetippt. Pass mal auf, habe ich alles hier aufgezeichnet. Will ich dir mal zeigen. Pass mal auf. Hier, guck mal. Hier ist doch die Zündspule, ne? Und hier ist der Verteiler, ne? Und wenn ich... Ach, das verstehst du ja doch nicht. Nee, ich verstehe bloß, was von Sozius sitzt. Aber davon hast du ja wieder keine Ahnung. Ach, Moment mal. Da war das doch mal noch. Was willst du denn hier? Ich wollte Vater Philipp mal besuchen. Nur das geht nicht. Wieso? Ist er nicht da? Nee, er ist nicht da. Ja, wo ist er denn? Auf dem Mond. Wenn du das genau wissen willst. Ha, dann wird er ja wohl bald wiederkommen. Er kommt aber nicht wieder. Er ist überhaupt nicht zu sprechen. Das weißt du so genau? Ganz genau. Er ist nämlich krank. Ach, das tut mir aber leid. Ja, er hat Diphtheritis, wenn du das genau wissen willst. Und die steckt schon an, wenn man bloß den Namen sagt. Nun weißt du Bescheid. Na, dann grüß ihn mal schön von mir und ich wünsche ihm auch gute Besserung. Ach, das wird ihm auch nicht mehr helfen. So schlimm steht das um ihn. Oh, so schlimm nicht, aber immerhin ziemlich. Sabine, wir haben uns so lange nicht gesehen. So? Das ist mir ganz aus der Erinnerung gefallen. Ich war unterwegs, hab bei Frigge meinen ersten Wagen verkauft und musste ihn von der Fabrik abholen. Schau an, tüchtig, tüchtig. Ich soll nun ein Kurses als Verkäufer mitmachen und Buchführung lernen. Frigge will im Herbst anbauen, der würde Jan gern wieder einstellen. Wir haben nur fix zu tun. Ja, ich hörte all bereits davon. Sabine, nun tu doch nicht so albern. Wie redest du denn bloß mit mal? Wenn dir meine gehobene Ausdrucksweise nicht gefällt, dann brauche ich überhaupt nicht mehr mit dir zu reden. Oh. Drei Wochen habe ich nur versucht, dich zu sprechen. Immer bist du unterwegs und hast keine Zeit. Na und? Sabine, irgendwas stimmt doch nicht mit dir. Du hast dich verändert. Gefall ich dir nicht? Nee, du gefällst mir nicht. Hör Gott noch mal, dieser ganze Affenkram, der passt doch gar nicht zu dir. Tüchtig, tüchtig. Ich hörte all bereits davon. Wer redet denn so? Noch kein vernünftiger Mensch. Soll das etwa heißen, dass ich nur mit Idioten verkehre? Und wenn schon, die haben wenigstens noch Kultur. Das sieht man nicht nur, das riecht man sogar. Ja, das stinkt bis hierher.
wenn du glaubst, dass du nur mit Parfüm und Seidenstrümpfe glücklicher wirst. Du erlaube mal, ich trage nur echte Nylons. Meinetwegen kannst du Nachthemden aus Nylon haben. Das würde mir nicht im geringsten imponieren. Hier würde ich es auch gerade zeigen. Hier, hör dir das an. Das ist Musik, die geht ins Blut. Aber auch davon verstehst du doch nichts. Du hast ja bloß Wasser in den Adern. Sabine. Lass mich los. Nimm doch mal Vernunft an. Loslassen sollst du mich. Ich meine das doch gut mit dir. Mein Gott, ist das denn so schwer zu begreifen? Du hast dich wohl mal wieder bei Jan informiert, wie man Mädchen überfällt, was? Sabine. Da. Das ist meine Information. Ich habe hier inzwischen auch ein bisschen dazugelernt. Wo lernt man denn sowas? Wo schon? Im Kino natürlich. Au! Frechheit! Hat meine Mann mir doch nun wirklich einen unechten Lippenstift angegrillt. So macht, was ihr wollt, ich hab nichts mehr. Das ist so eine schöne Bescherung. Ja, was ist denn los? Du hast kein Geld mehr. Ich auch nicht. Hier, das alles, was ich noch hab. 3,50 Mark? Mein Gott, das ist doch nicht möglich. Das kann doch nicht sein. Ach, jammer nicht, alter Waschlapp. Ja, was verplemperst du denn auch immer alles gleich? Na und du? 3 Wochen nichts, wie Spargel. Hör auf, mir wird übel, wenn ich da bloß an denk. Ja. Ihr habt ja keinen Sinn für vornehme Kost. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Bis nun ist doch alles gut gegangen. Auf jeden Brief hat ihr fort was geschickt. Und wenn ich nicht bald eine neue Wasserwelle kriege, ist die ganze Pracht wieder perdu. Du, hör auf mit deinem Jammern. Und du, Jan, setz dich endlich hin. Du machst einen ganz verrückt mit deinem Umherlaufen. Ach, nun wirst du wohl auch noch kribbelig, was? Ach, ich und kribbelig ist albern. Das ist doch kein Wunder. Wir sind eben schon eine richtig vornehme Familie. Ohne Geld? Schön vornehm. Dann streng deinen Grips doch mal ein bisschen an. Bist ja sonst auch nicht auf den Kopf gefallen, nicht? Was ich schon immer sag, wir müssen mal ein gehöriges Geschütz bei dir fort auffahren. Ohne mich. Na, hör dir das an. Ja, ich geh nicht wieder zu ihm hin, du. Einmal und nie wieder. Ja, du warst doch ganz begeistert von seiner Villa da in der Parkallee. Ich denk, das ist so ein netter Mann, der helle Ford. Wie er das so gesagt hat. Ich glaube Ihnen ja, Fräulein Brasse, dass Ihnen das Schicksal Ihres Großvaters so nahe geht. Ein prächtiger Mensch, der alte Herr. Die wenigen Minuten, die wir zusammen waren, haben schon genügt. Oh Gott, das werde ich nie vergessen, du. Wenn wir die noch mal nach dir fortschicken, dann bleibt die gleich ganz da. Die träumt ja schon von ihm. Das ist überhaupt nicht wahr. Ruhe, du. Dann schreiben wir eben noch mal einen Brief. Ein Eilbrief. Ach, schreiben. Der muss doch langsam was merken. Jede Woche ein Brief und dann noch ein Besuch zwischendurch. Wenn sie ihm nur mit der Polizei drohen. Ja, das wirkt immer. Ach, der hat doch gar nichts verbrochen. Na, was habe ich gesagt? Sabine hat Feuer gefangen. Mit der können wir nicht mehr rechnen. Macht, was ihr wollt. Ich mach nicht mehr mit. Der Lefort, das ist doch ein Mann von Bedeutung, da in Neustadt. Der kann sich das doch gar nicht leisten, ins Gefängnis zu gehen. Wenn der was von der Polizei hört, dann greift er noch mal ganz tief in die Tasche. Das wirst du doch auch tun, oder? Nee. Also mit der Polizei will ich nichts zu tun haben. Na schön, wir rufen ihn einfach an. Meinst du das? Na klar. Sag mal, was isst du da eigentlich? Den letzten Spargel. Du, lass mir gefälligst weg nach, ja? Och, der letzte all wieder. Braucht Sabine ja gar nicht zu merken. Machen wir beide allein und das Geld teilen wir uns. Kann ja das letzte Mal sein. Du, dann habe ich auch erstmal das Notwendigste für meine Werkstatt zusammen. Und mein Motorrad ist auch beinahe fertig. Du, ich kaufe mir dann auch einen Sozius-Sitz. Nimmst mich denn auch mal mit, Junge? Ja, klar, ja. Oh, du, denn fahren wir bei mal an die See, nicht? Wer hätte das gedacht? Da erholen wir uns denn von den ganzen Strapazen. Sitzen im Strandkorb und lassen die Beine in Wasser bummeln. Oh, und überall ist bloß Wasser und nix als Sand. Und die Promenade und die Kurmusik. Ach, und die Luft. So viel Ozean. Was einen die Runzeln wegwischt aus dem Gesicht. Du, aber bloß ein Hotel mit WC. Hab ich mir schon immer gewünscht. Wenn das denn so rauscht. Das Meer, meine ich. Abends beim Sonnenuntergang. Wenn die Möwen singen. Die Möwen singen doch nicht. Also wenn ich ans Meer fahre, dann singen die Möwen. Dann lass dich drauf. Was wollt ihr denn nun machen? Bist du ja gewahr. Hm. Aber wenn du nicht mitmachen willst, komm oder... Ich glaube, da noch einen kleinen Weg für uns. Augenblick mal eben, Augenblick mal. Peter! Ja, Mama! Komm mal her! Du, pass mal auf! Sag mal, was machst du mit meiner Wäscheleine? Ist doch mein Lasso! Das ist die gute Leine! Lass ihn doch, Mutter, brauchen wir nur noch nicht mehr. Ach, ist ja wahr, dass man sich so schwer umstellen kann, nicht?
Du, wir gehen noch mal weg. Kann ich nicht mit? Nein, einer muss da bei Opa bleiben. Was macht Opa denn? Der schläft. Was soll er sonst wohl machen? Vorhin hat er noch gerufen. Ja, hat er wohl wieder einen Anfall gehabt. Und wenn er nur wieder einen Anfall kriegt und keiner ist da? Ach, dann zählst du den Plattenspieler an. Ja, sonst schreit er uns die ganzen Leute auf den Hals. Und abgeschlossen ist ja auch. Also, dass du nun nicht aus dem Haus gehst und Opa hier allein lässt. Hast du verstanden? Ja, Mama. Nee. Nee, sag ich ja. Setz dich hin, mach deine Schularbeiten. Wir sind gleich wieder da. Komm, Jan. Oh. Gehst du nicht mit? Wieso? Ach so, ja, natürlich. Was soll ich denn sonst wohl machen? Lebendig begraben. Hilfe! Hilfe! Johanna, ach, und diese verdammte Musik! Lass mich hier raus! Raus, sage ich Johanna! Das war wieder ein Anfall. Der arme Opa. Ist gar nicht so einfach, so ein Luftblum. Nee, wie heißt sie mal noch? Garagienblatt. Peter? Peter! Ja, Opa? Ja, warum kommst du denn nicht, wenn ich rufen tu? Ich kann noch nicht. Wieso kannst du nicht? Bist du festgewachsen? Mama hat gesagt, ich darf nicht, weil du ansteckst. Was? Ansteckst? Wieso? Wer steckt an? Na, du, Opa! Oh! Ich wär euch bei anstecken. Wo ist Mutter denn? Die soll sofort hierher kommen. Mama ist nicht da. So, und denn Sabine oder Jan? Oh, wenn ich einen von euch zu fassen kriege. Peter, mach mal die Kammertür auf und bring mal ein Messer mit. Oder eine Schere, dass ich endlich diese verflixten Bandagen von den Beinen kriegen. Ich hab das satt hab ich das so. Nun schlaf doch mal, Opa. Wenn du einen Anfall kriegst, muss ich wieder Musik machen. Oh Gott. Oh, das habt ihr euch ja fein ausklamischt. Und schlafen, wieso soll ich schlafen? 3 Wochen hab ich geschlafen. Ich hab ausgeschlafen für immer. Warum kommst du denn nun nicht, Peter? Kann doch nicht, ist doch abgeschlossen. Abgeschlossen? Wieso abgeschlossen? Mama hat die Kammer abgeschlossen. Das ist ja unerhört. Wo ist denn der Schlüssel? Hat sie wohl mitgenommen. Ach, Peter, guck doch mal nach, vielleicht steckt er auf. Ja, das steckt auf. Gott sei Dank. So, Peter, nun geh mal hin, nicht? Du schließ mal die Kammertür ein bisschen auf, ne? Schließ sofort die Tür auf! Ich darf nicht, Opa, ich muss nur Schularbeiten machen. Oh, was mache ich nun bloß? Peter, wo ist Mutter denn? Wo sind denn die anderen? Weiß ich nicht, vielleicht nach Neustadt. Was machen denn die in Neustadt? Schrei doch nicht so, Opa, sonst stelle ich die Musik wieder an. Nee, keine Musik, ich schreie ja nicht mehr, ich bin ja ganz friedlich. Der böse Anfall ist nun vorbei. Na Gott sei Dank, ist so auch schlimm mit dir nicht, Opa? Ja, das kann man wohl sagen. Was machst du da denn, Peter? Rechnen? Nee, haben wir nicht auf. Schreiben? Nee, auch nicht. Ich zeichne. Ach, du zeichnest. Was zeichnest du denn? Garagienblatt. Was zeichnest du? Nein, Blatt von deiner Läuseblume. Oh.
Geranie heißt die. Was sagst du? Ge... Na, warte mal, du, ich krieg dich jetzt. Sag noch mal, Opa, ich hab das nicht verstanden. Ja, dann komm noch ein bisschen rein hier, dann verstehst du mich besser. Och, lass mal, ich geb mir solche Mühe, aber das werden immer bloß Autos. Du, Opa? Ja? Opa! Ja, warte mal, ich krieg dich nur an. Opa, schläfst du? Ist auch das Beste, dann wirst du schnell wieder gesund. Oh! Diese verdammte Was Bälle. Ist denn, Opa? Oh. Tu dir was weh, du stöhnst ja so. Nee, nee, nee. Ja doch, Aber Opa, was ist denn nun schon wieder? Ach, Peter, ich kann keine Luft mehr kriegen. Peter, hörst du? Psch, keine Luft mehr. Ja, aber Opa, wie kommt das denn? Ja, weil auch keine Luft mehr in meine Kammer ist. Jede Luft, die wird auch mal verbraucht, ne? Das hast du doch schon in der Schule gelernt. Und das hab ich dir doch auch verklagt. Wenn man so einen kleinen Mistkäfer in so eine Lütze-Schachtel legt und wenn da auch Erde in ist, dann kann sie keinen Atem mehr kriegen, weil da keine Luft mehr in der Schachtel ist, nicht? Und wenn man da keine Löcher reinpickt, dann... Na, was denn, Peter? Den krepiert der Mistkäfer. Ja, siehst du wohl. Das weißt du doch noch. Aber Opa, du bist doch kein Mistkäfer. Nee. Ich meine, bei den Menschen ist das genauso, Peter. Und darum muss ich ein bisschen frische Luft haben. Und die gibst du mir doch, Peter, ne? Ja, wenn das so ist, wie du sagst. Ja, so ist das ganz bestimmt. Also komm, dann mach mal die Kammertür ein ganz klein bisschen auf, ne? Ganz klein bisschen, damit die Luft rein kann. Ne? Ich mach ja schon. Ist das genug? Nee, noch mehr Luft, Peter. Ich hab den Schlüssel noch abgezogen. Merkst du, wie die Luft reinkommt? Oh. Diese Bengel, ne? Der ist schlauer als sein eigen Großvater. Oh, wenn ich bloß wüsste, wie ich den nur überlisten kann. Na sowas. Nun habe ich ein Blatt mit Räder gemalt. Oh, ist ein Blumenauto, das zur Beerdigung fährt. Du, Peter? Diese alten Leute. Was ist denn nur schon wieder, Opa? Ach, Peter, ich hab so Langeweile, Peter. Ich kann dir auch was vorlesen. Tom Mix oder Billy Jenkins. Oder machst du lieber Karl May, Schatz im Silbersee? Aber nee, lieber nicht. Nachher riechst du dich so auf, wenn da so viel Tode hinvorkommen. Oh, diese Bengel, nee. Nee, Peter, ich möchte ein bisschen was tun, weißt du? Schade, ich bin gerade mit meinen Schularbeiten fertig. Du, Peter, hör mal zu, guck mal, wenn alte Leute so lange im Bett liegen und die haben nichts zu tun, dann machen sie das nicht mehr lange, dann gehen sie ein. Ja, und das möchtest du doch nicht, das ist ein guter alter Opa. Aber Opa, du sollst doch schnell wieder gesund werden. Ja, siehst du, Peter, und darum brauche ich ein Messer. Wozu das denn? Ja, ich möchte ein bisschen was schnitzen, Peter, nicht so... So einen kleinen Holzkopf, ne? Nee, das lass mal lieber. Nachher schneidest du den Finger und ich hab die Schuld. Ach was, ich kann doch schnitzen. Fällt mich schon nicht schneiden. Ja, wie du gesund warst. Aber nur, wo du so krank bist, so ein Messer, das rutscht gleich aus. Ach, mein Messer, das rutscht nicht aus. Schenkst du dir denn den Holzkopf? Ja, Peter, das hab ich dir doch versprochen, ne? Wen willst du denn schnitzen? Ach, das kannst du mal sagen. Kannst du doch nicht. Ach, nur sag das doch! Herr Wenzel, unser Lehrer! Ja, den kenne ich gut, den schneide ich dir. Aber auch so richtig mit seiner langen Nase? Ja, mit seiner langen Nase. Dann lege ich ihn ins Pult und wenn er die Schublade aufmacht, dann sieht er seinen eigenen Holzkopf. Das wird prima. Ja, aber wenn du mir das Messer nun nicht bald gibst, dann wird er nichts aus, verstehst du? Doch, warte! Ich gebe dir mein neues Taschenmesser, das ist vielleicht scharf, du? Gott sei Dank, das will ich haben.
Aber wenn du mir das kaputt machst. Ach, Peter, hab ich schon mal was kaputt gemacht? Nee, du machst ja bloß alles wieder heil, ja, Opa. Was ist nur los? Du darfst aber nicht aufstehen, Opa. Ach, nee, ich will ja hier liegen bleiben. Herrgott, ich bin doch so froh, dass ich hier liege. Na, dann ist gut. Achtung, fahren! So, das wollte ich haben. Wenn ich mich bloß nicht angesteckt habe. Am besten gleich mal gurgeln. Aber Opa! Was ist los? Du hast ja gar kein Holz zum Schnitzen. Das hol ich mir selbst. Die Ramseste 23. Da haben sie mich hier eingewickelt wie so eine Mumie. Die werden ja Augen machen, diese Brüder. Da ist das Ende. Eben das. Und nun nicht wie eine frische Luft. Die werden ja Augen machen, wenn die nach Hause kommen. Neustadt. Was wollen die in Neustadt? Noch 3 Stunden hätte ich hier liegen müssen. Da wäre ich verrückt geworden. So, nun nicht. Nicht wie eine frische Luft. Ach, ich bin ja ganz schief und krumm, ganz kreuzleich, ich kann gar nicht gehen. So eine Bande, was sie mit ihr meinen. Opa. Oh. Ich kann gar nicht gehen. Vater Philipp? Ja, was ist denn? Sind Sie nicht Herr Lefort? Ja, bleiben Sie um Himmels Willen sitzen. Bitte setzen Sie sich. Wie geht es Ihnen denn? Och, ich mache mir so viele Gedanken um Sie. Dass es so schlimm werden würde, wer hätte das gedacht? Dabei glaubte ich fest, dass Ihnen gar nichts passiert wäre. Was passiert? Da regen Sie sich nicht auf. Bitte, ich will alles für Sie tun. Legen Sie sich lieber gleich ins Bett. Was? Ins Bett? Ja, lieber wegen auf der Stelle hier tot umfallen, aber ins Bett gehe ich nicht mehr. Ja, hat denn der Arzt erlaubt, dass Sie schon aufstehen dürfen? Der Arzt? Ihre Angehörigen haben doch gerade vorige Woche geschrieben, dass neue Komplikationen aufgetreten seien. Komplikationen? Ja, wo ist denn Ihre Pflegerin? Nehmen Sie auch täglich die teure Medizin, ja? Genügt Ihnen auch der Rollstuhl? Ja, ich hätte eigentlich ein anderes Modell kaufen sollen, aber im Augenblick, lieber Vater Philipp, im Augenblick habe ich selbst nicht so viel. Also Moment mal, Herr Lefort, was sagen Sie da? Pflegerin und teure Medizin, ja, und Rollstuhl? Mhm. Ja, da weiß ich ja gar, habe ich gar keine Ahnung von. Was? Ich bin gesund. Ich bin kerngesund. Ich habe Vater Philipp, die Briefe. Der Besuch Ihrer Enkelin, der kleinen, entzückenden Sabine. Also das arme Kind hat so geweint, es zerriss mir fast das Herz. Aha. Ja. Darum habt
die mich 3 Wochen da in dem Bett angebunden. Was haben Sie? Ja, und Sie, Herr Lefort, Sie sind auch schön darauf reingefallen. Ja, ich, ja, wieso denn? Das verstehe ich ja nicht. Ja, nehmen Sie mal einen Moment Platz. Ich werde Ihnen mal ein Licht aufstecken, Herr Lefort. Das schöne Geld, was Sie für meine Krankheit ausgegeben haben, das hat die Bande für sich verbraucht. Was sagen Sie da? Ein schönes Geschäft, nicht? Mein Gott, das ist ja... Also, ich Rindvieh. Ja, da haben Sie recht. Nee. Und ich habe geglaubt, dass Sie und dabei... Ja, ich kann Rad fahren, wenn ich will, Herr Lefort. So gesund bin ich. Mein Gott, das ist köstlich. Ja. Und ich habe noch eine Pflegerin bezahlt. Ja, sagen Sie, das muss ja eine fürchterliche Tortur für Sie gewesen sein. Ach, das war das auch, Herr Lefort. Warum haben Sie sich denn nicht gewehrt? Wehren? Ja, nun wehren Sie sich mal, wenn Sie von oben bis unten wie Ramses eingebunden sind bis und dann noch im Bett festgebunden. Da 2 Lagen, 3 Lagen haben Sie mindestens durchgerissen, um mich festzubinden. Ich war ganz kreuzlahm, ich habe geschimpft und geflucht, habe ich. Und da haben sie mir das Fenster zugenagelt und haben das Grammophon angestellt, damit mich ja keiner hört. Und Sabine, die hat dabei noch singen müssen. Ein talentiertes Mädchen. Ja, und als ich heiser wäre, dann habe ich nichts mehr sagen können. Also so eine rohe Gesellschaft. Ja. Und ich habe noch einen Rollstuhl bestellt, damit man den kranken alten Herrn an die frische Luft fahren kann. Frische Luft ist gut. Gehen Sie mal da rein, da können Sie was erleben. Also das verstehe ich nicht. Ja, sagen Sie mal, das hat mich eine ganz schöne Stange Geld gekostet. Ich bin für manchen Spaß zu haben, aber für so einen, da fehlt mir dann doch der Humor. Also nun mal, Herr Lefort, warum haben Sie denn bloß denen so viel Geld gegeben? Ja, ich konnte es doch nicht ahnen. Nee. Die Briefe waren so herzzerreißend und die kleine Sabine weinte so echt. Ach, diese Weiber. Ja, wenn ich es nicht getan hätte, wer weiß, worauf sie noch gekommen wäre. Ja, natürlich. Ja. Tja. Tja, und was nun, Herr Lefort? Tja, was nun? Auf alle Fälle kommen Sie erstmal zu mir nach Neustadt. Nee. Sie sind mein Gast, solange Sie wollen. Nee, Herr Lefort, das kommt gar nicht doch, in Frage. Nein, das kommt gar nicht von mir aus, gar nicht in Frage. Denn ich habe Ihnen schon so viel Unkosten gemacht. Sie? Nein, kommen Sie noch. Nee, bin ich auch gar nicht angezogen. Sie können so mitkommen, wie Sie sind. Ich habe meinen Wagen, oder? Passen Sie mal auf, Vater Philipp. Der Familie Brasse soll die Lust vergehen, Männer wie uns zum Narren zu halten. Das ist eine Idee. Komm, gut. Sonnige Neinheit. Das habe ich dir doch gleich gesagt. Obwohl wir zu wissen, dass Lefort nicht zu Hause ist. Ach, Kenners, lass man. Ist vielleicht auch besser so. Man soll das Glück nicht mit Gewalt berufen. Soll eben allen so sein. Was ihr mit mal habt. Man muss im Leben immer mal was riskieren und alles auf eine Karte setzen. Ja, das kannst du ja tun. Peter! Jan! Steckt der Lümmel denn bloß? Peter! Wir können doch noch mal telefonieren. Wir haben uns doch lange genug die Beine in Leib gestanden. Sag mal, wo ist denn bloß der Jung? Er ist wohl zum Angeln gegangen. Wir haben ihm doch gesagt, dass er nicht aus dem Haus gehen soll. Horch doch mal, was Opa macht. Bin ich doch all bei. Hörst was? Nix. Schlafen wir da? Ja, er schnarcht aber gar nicht. Oh, das ist verdächtig. Ach, nun red doch nicht so ein Kanon. Halt doch mal den Mund. Opa? Schläfst du schon? Wir sind wieder da. Brauchst du was? Und wieder schläft. Das ist ja direkt unheimlich. Oh, shit, bitte. Opa? Oh! Lea. Das kann doch nicht angehen. Vielleicht unterm Bett. Auch nicht. Weg ist er. Das ist alles, was von ihm nachgeblieben ist. Alle Männer vor!
doch noch sehr schwer und das habe ich gern. Guck dir den Schweinkram an hier. Ist doch die See. Ja, ich hab schon ganz nasse Füße. Wasser ist in meiner Bäh. Ach, sitzt du. Na, was hältst du denn auf mit Ruffeln? Ich muss immer an Opa denken. Wenn ihm nur was passiert ist, dann haben wir doch die Schuld. Das ist eine Sünde, so einen alten Mann auszunutzen. Die Sünde nimmt uns niemand wieder ab. Heul nicht, Ruffel! Dass du so gleichgültig sein kannst. Du meinst, mir geht das nicht an die Nieren? Ich kann mich aber beherrschen. Das Heulen nützt doch nichts. Überall fehlt er. Nur wo nicht da ist, merkt man das erst. Sogar die Hühner gucken einen schief an. Als wenn sie sagen wollten, wo ist denn unser guter Opa? Ach, sei still. Die armen Hühner. Und denen sagt man immer, die sind dumm. Na, Jung, weißt was Neues? Überall habe ich noch mal gefragt, ob ich einer Opa gesehen hat. Nichts. Als hätte ihn die Erde verschluckt. Warst du denn auch schon mal unten an See? Ja, da hat ihn aber auch keiner gesehen. Na. Wenn er nun irgendwo liegt, im Wasser oder im Wald. Ich träume schon jede Nacht davon. Wir müssen doch was tun. Na, mehr als ihn suchen und fragen können wir doch nicht. Und Geld haben wir auch nicht. Hör bloß auf, um Geld zu reden. Ja, ich brauche aber noch was. Ich muss doch meine Werkzeugkiste abbezahlen. Wenn man einmal mit der Rade aussetzt, dann bin ich sie wieder los. Du mit deinem Werkzeug. Lass Jan gefälligst in Ruhe. Wenn du mal halb so fleißig wärst wie er. Ach, nun bin ich ja wohl der Teufel, was? Sieh zu, wie du mit deinem Werkzeug klarkommst. Ich hab kein Geld mehr. Dass ihr noch an Geld denken könnt. Wenn ich was hätte, würde ich alles zurückgeben, bloß dass Opa wiederkommt. Ich hab das ja gleich gesagt. Ja, hörst das? Nun kratzen dich wohl die neuen Garnituren, was? Was verstehst du denn von Garnituren? Och, der hat sowas doch schon lange am lebendigen Modell gesehen. Was ist das? Och, die spinnt ja. Das hast du doch selber gesagt. Och, lüg doch nicht. Halt mal für 5 Minuten die Luft an, ja? Was hast du am lebendigen Modell gesehen? Doch nicht wahr, am Schaufenstermodell. Das wollte ich dir auch gerade haben, du! Pass an, dass die Falle hier auf den Hof kommt. Diese hier. Du räumst hier auf, stell den Tisch wieder in die Stühle. Wir stehen Fußboden auf. Nur mal einen großen Büschel da, ich verspür dir keinen Bruch. Sicher, Kurt. Der kommt hier doch nicht mehr. Guck doch mal nach. Ja, du, der hält wirklich einen Wagen. Na nun, wer kann denn das sein? Um Gottes Willen. Lef fort. Mach doch keinen Unsinn, Mann. Ich erkenne ihn doch wieder, du, das ist ja bloß... Ja, los, schieß die Tür ab. Guten Tag, Fräulein Brasse. Sie, Herr Lef fort. Ja. Ich wollte endlich mal mein Versprechen wahrmachen und dem guten Vater Philipp einen Besuch abstatten. Besuchen wollen Sie? Ich hatte es Ihnen doch versprochen. Erinnern Sie sich nicht mehr? Nee, ich... Ja, aber Fräulein Brasse, als Sie mich neulich besuchten. Ach ja, richtig, kann sein, ja. Darf man eintreten? Bitte, Herr Lefort. Danke. Also hier wohnt der gute Vater Philipp. Wie geht es ihm denn? Ich dachte, Sie würden mal wieder schreiben oder mich anrufen. Ich? Nein, ich nicht. Nee. Und besser wie? Oder? Sie machen ja ein so ernstes Gesicht. Ich? Nee. Ich bin bloß ein bisschen überrascht. Ja, das kann ich mir denken. So ein unangemeldeter Besuch am Vormittag ist für eine Hausfrau ja nie so ganz angenehm, nicht? Aber lassen Sie sich bitte weiter nicht stören. Vater Philipp und ich werden uns auch allein ein bisschen unterhalten können. Die Tür da, ja? Nein, ich weiß nicht, ich glaube er. Wieso, ist der Patient nicht da? Nein, ja. Das heißt, ich weiß nicht. Ach so, dann wird er wohl mit dem Rollstuhl ein bisschen an die frische Luft gefahren sein. Ja, das hätte ich mir ja auch gleich denken können. Bei dem herrlichen Wetter? Ja, mit dem Rollstuhl. Ja, es ist zu dumm. Ich wollte ihm nämlich selbst gern eine größere Summe für seine weitere Pflege aushändigen.
Ich verreise nämlich für unbestimmte Zeit. Sie wollen verreisen? Ja, vermutlich für ein ganzes Jahr. Und da hätte ich die Angelegenheit gern vorher selbst in Ordnung gebracht. Ja. Darf ich einen Augenblick warten? Wenn oh, bitte gern. Ja, ja, ich lass es dich nicht aufhalten. Nee, danke, aber ich... Na, was ist denn, Fräulein Brasse? Ja, Opa ist nämlich ein bisschen weit weg. Und schon so lange. Na ja, wird er ja bald zurück sein, nicht? Ja, nicht? Ja, nicht? Ja, will ich mal eben nach meinem Wagen gehen. Ich habe da nämlich noch etwas mitgebracht. Mama! Mama! Ist er weg? Ja! Gott sei Dank. Er kommt gleich wieder. Och, du Großer! Und ich hab gedacht, da kommen wir einfach alle mal vorbei. Du, er will für ein ganzes Jahr verreisen und Opa persönlich Geld für die ganze Zeit geben. Geld? Wie viel Geld? Das weiß ich nicht. Einen ganzen Haufen, hat er gesagt. Mensch, das Kind, dann sind wir ja fein raus. Idiot. Wenn der Opa das doch persönlich geben will. Du hast doch nicht gesagt, dass er weg ist. Doch. Ach, du Rhinoceros. Ja, mit dem Rollstuhl ist Lefort doch selber draufgekommen. Mit dem Rollstuhl? Oh, dann geht ja noch alles klar. Wieso? Wo ist Lefort? Nach dem Wagen, will noch was holen. Der darf uns nicht durch die Lappen gehen. Die Gelegenheit kommt niemals wieder. Na, schön wäre das ja nochmal so ein Segen. Aber ohne Opa, ich weiß. Ich weiß überhaupt nicht, was ihr wollt. Ja, das brauchst du auch nicht. Mutter, wir kriegen das Geld. Ja, Sabine, hin nach Lefort. Also ich muss mit ihm reden, bloß ein paar Minuten. Und wenn wir dich rufen, dann kommst du rein mit ihm, klar? Warum denn ausgerechnet immer ich? Ja, nun frag doch nicht so viel. Wenn ich meine Schulden nicht bezahlen kann, dann muss ich noch ins Gefängnis. Ja, oh, bist du bloß für einer? Komm, mal das hier. Das habe ich doch bloß so gesagt, damit sie sich nicht so anstellt. So, und nun geht das los. Was hast du denn an ihren Sinn, sag mal? Merkst du das denn nicht? Los, mach das Bett zurecht, hilf mir oh, doch mal. Oh, Jan, wenn das mal gut geht, du. Glaubst du wieder nicht, dass ich einen kranken Mann markieren kann, du? Oh, Jan, komm mal. Ich geb das ja ans Klitschnass, Mensch. Nee. Das ist durchgeschwitzt. Ich hab doch Fieber, mindestens 41 Grad. Dass du dich nicht muckst, hörst du? Nee, bin doch nicht dumm. So, nur die Beine noch. Ach, er will doch nicht nur die Bettdecke gucken. Kann man das wissen, Mensch, was wir denen alles geschrieben haben? Ja, und mach bloß kein Licht. Dann ist sowieso gleich alles aus, du. So, Mann, so, du spring mich mal hin, sonst renne ich überall gegen. Schuh aus. Und nicht bewegen, hörst du? Nicht bewegen, nicht boxen und ja nicht sprechen. Nee. Immer bloß mit dem Kopf schütteln. Ja, ja. Kann Sabine rufen? Ja, nun sei still, Mensch. Ruhig nur. Sabine, Heiliger Wim, machst du mir bei? Ich glaub, sie kommen. Bitte, Herr Lefort. Ach, Besuch. Frau Brasse? Ja, die bin ich. Mein Name ist Lefort. Oh, Herr Lefort. Das ist aber eine Überraschung. Von Herzen willkommen. Sabine, steh da nicht so rum. Setz Wasser auf, koch Kaffee. Oder möchten Sie nein, vielleicht nein, lieber... Nein, keine Umstände. Ich wollte schnell mal nach den Patienten sehen. Oh, Herr Lefort, dass Sie selbst kommen. Zu nett. Habe ich ja immer gesagt. Herr Lefort, habe ich gesagt, der hat ein gutes Herz. Der lässt uns bestimmt nicht ins Stich. Habe ich das nicht gesagt, Sabine? Ja, Mama. Ja, aber setzen Sie sich doch. Oder lieber hier am Liegestuhl eben ab, ne? Danke, danke. Ich habe wenig Zeit. Och, Sie wollen gleich wieder gehen. Wie schön. Dine, nimm doch einen anderen Topf, der hat doch ein Loch. Tja, Herr Lefort, so ist das, wenn man einen kranken Vater in Haus hat, geht alles kaputt. Hast was gehört, Sabine? Was soll ich denn gehört haben? Ja, er hat sich nämlich den ganzen Tag noch nicht gerührt, unser guter Opa. So, ich denke, er ist unterwegs. Ach was, Herr Lefort, haben wir Sabine doch bloß nicht gesagt, die hängt doch so an ihn. Nee, geht ihm gar nicht gut. Ist besser, Sie sehen ihn gar nicht erst. So schlimm steht es um ihn. Lütt ist er geworden, ganz zusammengesackt. Ja, und reden kann er überhaupt nicht mehr. Schüttelt immer bloß mit dem Kopf. Armer Vater Philipp. Ja. Er wird uns doch nicht verlassen wollen. Verlassen, nicht was, Herr Lefort, der wird wieder. Bloß Geduld, Herr Lefort, bloß Geduld. Das dauert eben seine Zeit, ne? Aber wenn wir ihm das ein bisschen leicht machen, ich meine, wenn wir das nötige Geld haben, dass wir ihn gut pflegen können, der macht dann noch gut seine 10, 20 Jahre. Ja, das liegt so in der Familie. Nee, Herr Lefort, hast was gehört, Sabine? Nee, Mama. Mal still, ich glaube, er hat geklopft. Da, das ist er. Ich werd verrückt. Ja, so meldet er sich immer, weil ich ja nicht mehr so laut rufen kann, ne? Meine Idee. Wissen wir immer gleich, wenn er was will. Ja, ich muss sagen, er ist bei Ihnen in den allerbesten Händen. Ja, ne? Ja. Wenn ich mal eben zu ihm gehen darf? Ja, also wenn Sie durchaus wollen. Bitte. Ich hab Sie gewarnt, Herr Lefort.
Wiedersehen. Hier liegt er. Können Sie ihn sehen? Ja, ein bisschen dunkel. Ja, nee, da. Armer Vater Philipp. Bis oben hin eingepackt und ein Verband um den Kopf. Nur noch die Nasenspitze kann man sehen. Wo denn? Geh raus! Ja, ganz schmal ist er geworden, nicht? Na, Vater Philipp, erkennen Sie mich denn noch? Ach, und ob der Sie kenne, Opa? Der gute Herr Lefort ist da. Und ob ich den kenne? Seh, Opa, ruhig doch nicht reden. Mensch, hat der Doktor dir doch verbogen. Sehen Sie, was Ihnen das für Mühe macht, nicht? Ja, ich dachte gar nicht, dass es so schlimm geworden wäre. Ja. Also, er muss sofort ins Krankenhaus. Was, Vater Philipp? Nein. Im Krankenhaus. Was soll der denn im Krankenhaus? Nö, den lassen Sie mal hier. Der ist hier doch gut aufgehoben. Nein, das kann ich nicht länger verantworten. Er muss sofort aus dem Haus. Das ist auch für Sie das Beste, Frau Brasse. Die Arbeit kann ich Ihnen nicht länger zumuten. Oh, Herr Lefort. Doch, liebe Frau. Herr Gott, Opa, mach doch deinen Mund mal auf. Im Krankenhaus sollst du. Weg von uns in ganz fremde Hände, Mensch. Da wirst du doch erst krank. Ich mag hier bei meinen Kindern bleiben. Jan, heul dich. Liebe Frau Brasse, der Kranke wird gar nicht erst gefragt. Aber den müssen Sie fragen. Ich will nicht. Sehen Sie? Na schön, da muss der Arzt entscheiden. Ja, das ist auch das Beste. Ja, ich schicke die nächsten Tage mal rüber, Herr Lefort, und dann schreibe ich Ihnen das gleich. Nein, nicht die nächsten Tage, jetzt, sofort. Ich will keinen Doktor! Sehen Sie, der lässt kein an sich ran. Och, das ist ja so ein Dickkopf. Und Dr. Denker ist gar nicht da. Der ist verreist, bestimmt. Ich weiß das genau. Ja, das macht nichts, liebes Kind. Ich habe gleich einen Arzt mitgebracht. Er hatte hier in der Gegend zu tun. Einen fremden Doktor? Der kommt mir hier nicht ins Haus. Na, da ist er schon. Wir sind doch schon wohl noch schöner. Herein! Na? Die nasse Wäsche ab. Meine schöne Garnitur. Ich war das, Herr Lefort. Ganz allein ich, die Kinder haben nichts damit zu tun. War eine günstige Gelegenheit, mal zu Geld zu kommen. Und ein Leben ohne Geld, das ist nichts. Kommt der Mensch bloß auf schlechte Gedanken bei. Und wenn er die erst hat, war die schönste Zeit in meinem Leben. 18 Jahre lang habe ich geschuftet und für andere Leute gewaschen. Jeden Dreck habe ich angefasst und weggemacht, um mich und die Kinder durchzubringen und dass mal was aus ihnen werden soll. Und nie Schulden gemacht. Und dabei immer die Sehnsucht, einmal Spargel zu essen. Und den Kindern mal was zu gönnen, dass sie mal rauskommen aus diesem... Och. Können Sie mit mir machen, was Sie wollen? Oh, heul nicht, Sabine! Der Mensch muss für alles gerade sehen, was er gemacht hat. Tja, Vater Philipp, jetzt haben Sie das Wort. Ich? Sie sind am schwersten betroffen. Ach, mein Geld war das schon nicht, Herr Lefort. Aber vielleicht habt ihr mir noch ein bisschen was nachgelassen. Wenn wir das hätten, würden wir das alles zurückgeben. Da, Herr Lefort, wenn Sie vielleicht mit so einer Garnitur noch was anfangen könnten. Und was ich sonst noch habe, das packe ich zusammen. Einen Moment mal. Aber Sabine! Sabine! Mich, das schickt sich hier drin doch nicht. Behalten Sie das nur und die anderen Sachen auch. Daran ist mir nichts gelegen. Sie wollen das Geld wieder zurück, nicht? Das ganze Geld? Wie sollen wir das denn machen? Arbeiten. Was denn sonst? Du gehst wieder zurück nach Fricke. Nach dem? Ja, der wartet doch bloß auf dich. Meinst das? Hat Kurt doch gesagt. Ja, versuchen kann ich das ja mal. Aus der Konkurrenz wird er nun doch nichts. Schade. Dem hätte ich das gern gegönnt. Und du suchst dir auch Arbeit, Sabine. Und wenn du in die Fabrik gehst, Jan, wo willst du hin? In Schuppen, nach meinem Motorrad.
Wenn Ihnen das recht ist, Herr Lefort, dann bezahle ich das Geld in Raten wieder zurück. Ja, das muss ich mir noch mal sehr überlegen. Aber was wird aus unserem guten Vater Philipp? Aus mir? Ach Gott, Herr Lefort, da machen Sie sich mal keine Gedanken um. Ich glaube, hier gibt es für so einen alten Mann als wie mich noch eine Menge zu tun. Das sieht hier aus. Kein Holz gehackt, die natte Wäsche noch im Topf, der Fußboden, der schwimmt. Mein Gott, Sabine, steh da noch nicht so rum. Nimm das Beil, hack Holz, ich bummel die Wäsche ab. Los, komm! Na, haben Sie gesehen, wie die laufen können? Also, Herr Lefort, passen Sie mal auf. Von heute an übernehme ich hier das Regiment. Ja, ich weiß nur nicht, wie lange das dauert. Also, die sind kuriert, Herr Lefort. Wenn Sie sich nur ein einziges Mal zu beklagen haben, kommen Sie sofort zu mir nach Neustadt, ja? Das mache ich, Herr Lefort. Aber nehmen Sie noch ein bisschen Platz, ne? Danke. Nehmen Sie mir nicht die Ruhe mit. Tja, Herr Lefort, so schlecht sind meine Kinder ja gar nicht. Johanna, die hat das bei meinem Sohn nicht gut gehabt. Das war ein großer Windhund. Ja. Trieb sich in der Weltgeschichte rum und eines Tages, da kam er nicht wieder und ließ sie mit ihren Krabben allein. Und mit ihrer Sehnsucht, mit dieser verdammten Sehnsucht. Nach Spargel. Ja. Tja, ja, ich kann es ja verstehen, wenn einer immer so in seinen vier Wänden hockt und draußen, da zieht das Leben vorbei und die große Welt, von der sie bloß immer hört. Und wenn dann einer seine kleine eigene Welt nicht richtig zurechtzimmern kann, dann geht die Sehnsucht mal mit ihr durch, ne? Ja, sicher, aber das auch Sabine. Ach, was Sabine. Diese jungen Dinger, die träumen sich da in was rein, was es gar nicht gibt. Das machen sie doch alle, ne? Na, und wir, hatten wir nicht auch unsere kleinen Träume? Und haben sie vielleicht noch? Ja. Bloß wir wissen, dass sie nie nicht wahr werden. Und das ist gut so. Tja, und der Jan, das ist als ein Fohlen auf der Weide, der am liebsten über Zäune und Gräben springen mocht, die viel zu hoch sind und viel zu breit. Nicht? Aber wenn man dies Fohlen richtig und sinnig ins Geschirr nimmt, dann wird da auch noch ein gutes Arbeitspferd aus. Nicht? Der Jan, der weiß wohl, was er will und was er kann. Bloß noch nicht, was er muss. Und das muss man ihm mit viel Geduld und Liebe erst beibringen. Ne? Sie haben ein großes Herz, Vater Philipp. Nö, ach, woher, Herr Lefort? Bloß ein altes. Nein, nein. Schon mal. Ach, da sind Sie ja wieder, Vater Philipp. Ja, da bin ich wieder. Ich wollte Ihnen bloß was wiederbringen. Na nun, die Holzköpfe? Ja, das ist aus mit Sabine. Sie macht mich nicht. Was, sie macht dich nicht? Warum machst du dich denn nicht? Ich bin ihr wohl nicht gut genug. Ach, na, das werden wir gleich mal kriegen. Sabine! Lassen Sie doch. Du bleibst hier, verstehst? Donnerwetter, Vater Philipp, die haben Sie geschnitzt? Ja, der junge Mann, der war so verliebt in die Dären, dass er sie nicht bloß in Natura haben wollte. Nee, auch noch ihren Holzkopf. Sabine! Ja, du, ich hab dich was zu fragen. Nicht, Vater Philipp. Ja, du bist still. Sag mal, machst du den Kurt oder machst du ihn nicht? Ach, Opa. Antworte. Natürlich mache ich ihn. Ja, und warum willst du nichts von ihm wissen? Er hat auch keine Erfahrung. Haben Sie das gehört, Herr Lefort? Aua! So, und du haust dir auch nur eine Runde, aber mit Erfahrung. Das kann er schon, du. Ach, Kurt, ich war dummerhaftig, aber das ist nun vorbei, du bestimmt. Ich schwöre dir das, ich hab das doch gar nicht so gemeint. Und ja, ne, du schnackst und schnackst. Nun zeig ihm doch, was du meinst. Du hast ja selbst noch keine Erfahrung. Komm, Kurt. Was soll ich denn? Holz hacken, was denn sonst? Also, Herr Lefort, um die beiden ist mir nicht bange. Aber nun sagen Sie bloß mal, was wird denn mit Ihrem Geld? Tja, Vater Philipp, eigentlich müsste ich es ja zurückhaben. Ja, das ist mal klar. Die müssen doch ihre Strafe haben, nicht? Mit der Ratenzahlung bin ich einverstanden, wenn auch mal eine ausbleibt. Also da brauchen Sie sich gar keine Gedanken um zu machen, Herr Lefort. Das Geld, das treibe ich für Sie ein. So? Hier fehlt bloß der richtige Dampf.
Er läuft die Maschine ab. Pass auf. Du hast Sabine Kurt bei der Jan. Ja, oh, was ist denn? Ja. 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 Wo ist denn Jan? Das läuft sich alles wieder zurecht.